Herzlich willkommen. Mein Name ist Werner Ilsinger. Ich bin der Präsident der Digital Society. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Housekeeping. Es gibt drei Features, die man kennen sollte. Das eine ist unten die Kamera. Wenn sie durchgestrichen ist, dann ist die Kamera ausgeschaltet. Wenn das durchgestrichene Symbol weg ist, dann ist sie eingeschaltet. Gleiches gilt für den Ton. Die Agenda ist vielleicht wichtig. Vorstellung der Digital Society mache ich dann noch kurz. Danach haben wir wahrscheinlich so gegen 18.30 Uhr beginnen wir die Podiumsdiskussion und so gegen 20 Uhr, je nachdem, wie gut sozusagen das Timekeeping dann bei der Diskussion funktioniert, müssten wir zu Ende sein und könnten in den gemütlichen Teil übergehen. Die Digital Society ist ein unabhängiger und gemeinnütziger Verein und wir haben das Ziel, Menschen und Organisationen dabei zu unterstützen, die digitale Transformation positiv zu gestalten und zu nutzen. Herausforderungen, die es dabei gibt, und wir haben da geteilt in uns Menschen, das natürlich das Wichtigste ist. Da gibt es so Herausforderungen, die sind Schutz der Privatsphäre, Schutz der Grundrechte, Angst vor Veränderungen, Veränderungen von Berufsbildern, die es gibt und wahrscheinlich dadurch natürlich auch Angst vor Jobverlust, Inklusion, dass bestimmte Dinge für bestimmte Bevölkerungsgruppen, entweder Alter oder persönliche Einschränkungen, vielleicht nicht mehr verfügbar sind, Bewusstsein zu bilden, was eigentlich Technologien tun und dessen Auswirkungen. Also heute wäre genau sozusagen ein Digitalk, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Bei Unternehmen in vielen Bereichen damit kämpfen, dass es neue, oft digitale Mitbewerber gibt und in diesem Bereich die Herausforderungen ganz, ganz spannend sind, weil plötzlich Unternehmen in Branchen auftauchen, die in der Branche früher gar nicht gesehen wurden. Da gibt natürlich die Technologie neue Möglichkeiten, die diese Dinge tun. Die Transparenz und die Vergleichbarkeit sind ein Riesenproblem für Unternehmen. Wenn man uns nur die Geizhals, kann mir dort heraussuchen, welches Unternehmen ein Produkt zum günstigsten Preis lieferfähig hat. Sinnstiftung in Unternehmen. Der Fachkräftemangel, der momentan ein geringeres Problem vermutlich ist. Mobilität der Mitarbeiter, das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir haben alle erlebt, dass das, was die Chefs vor 3 Monaten noch für vollkommen ausgeschlossen gehalten haben, am 15. März plötzlich funktioniert hat. Die Veränderung des Führungsverhaltens spüren wir momentan auch ganz stark. Also Manager, die herausgefordert sind dadurch, dass plötzlich die Mitarbeiterinnen verteilt in ganz Österreich sitzen irgendwo daheim. Ein faires Umfeld auch für Unternehmen, Steuergesetzgebung als eines der Schlagwörter, Bewusstsein über neue Technologien und deren Auswirkungen auch für Unternehmen. Digitalks, was ist das? Das ist ein Veranstaltungsformat der Digital Society. Wir haben das im heurigen Kalenderjahr so verändert, dass es immer eine Serie von 3 Veranstaltungen ist, die sich mit einer Technologie beschäftigt. Die erste Dreier-Kombi war künstliche Intelligenz. Die zweite Dreier-Kombi beschäftigt sich jetzt eben mit dem Internet der Dinge. Was wir damit bezwecken, ist die Bewusstseinsbildung für technologische Entwicklungen. Also was ist die Technologie, was kann die überhaupt? Im zweiten Teil dann eben die Diskussion der Auswirkungen. Okay, jetzt wissen wir, was das ist und was das tut und kann. Was heißt das für uns als Gesellschaft? Und die dritte ist dann immer die Diskussion mit der Politik. Sollten wir also auf politischer Ebene irgendetwas tun, um die Technologie bestmöglich für uns als Gesellschaft einzusetzen? Die 3 zu diesen Digitalks habe ich hier. Den ersten haben wir schon vorbei, da gibt es die Videos zum Nachschauen. Der zweite läuft jetzt gerade und der dritte ist am 24.06. Anmeldung bereits möglich und wir haben von allen politischen Parteien, wenn ich es richtig im Kopf habe, außer einer, bereits die Zusage, dass sie mit einer kundigen Person auf dem Podium vertreten sein werden. Wofür setzen wir uns ein? Eben die Bewusstseinsbildung, Diskussion mit Experten, Informationen über aktuelle Entwicklungen, persönliche Weiterbildung im Sinne von Seminaren und anderen Veranstaltungen. Wir haben einen Mitgliedsausweis, es gibt ein schönes Poloshirt, das man anziehen kann und wir besetzen uns auch als Interessensvertretung ein. Das Ganze privat bekommt man ab 50 Euro pro Jahr.
Und wäre eine ermäßigte Mitgliedschaft und 100 Euro pro Jahr eine volle Mitgliedschaft. Für Unternehmen gibt es das Gleiche. Wir bieten verschiedenste Dinge für Unternehmen an. Da wäre der günstigste Tarif 300 Euro im Jahr für ein EPU. Und auch da gibt es verschiedenste Dinge, die man dann eben nutzen und verwenden kann, um das eigene Unternehmen auf die digitale Transformation besser vorzubereiten. Was machen wir denn so? Da gibt es ein paar schöne Fotos von vergangenen Veranstaltungen. Ist nur ein kleiner Ausschnitt. Also wir haben uns beschäftigt mit Dingen wie Zukunft der Wissensarbeit. Wir haben uns mit Transparenz in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt, mit so Dingen wie Fake News und Hate Speech und Medien. Und wir waren auch beteiligt bei einem Bundesratsprojekt zum Thema digitale Zukunft, wo wir an Projekten mitgearbeitet haben, wo ich auch einen Vortrag halten durfte. Da sieht man das Ganze auf diesem Bild und wo wir auch oder wo ich auch eine Moderation von einem World Café dann getrieben habe. Und wir sind dann natürlich auch in der Lage, diese Dinge, die wir erarbeiten, zu diesen Zeitpunkten dann einzukippen. Der Roland ist auch irgendwo online dabei. Wir schreiben auch Gesetzesstellungnahmen zu unterschiedlichen Gesetzen. Da ist der Roland Giersig, unser zuständiger Mann vom Fach und wir machen das sehr regelmäßig zu Themen, die uns wichtig sind und die wir glauben, dass wir etwas bewegen müssen. Podiumsdiskussion und würde gerne an den Michael übergeben. Der Michael Wertzowa ist bei uns seit kurzem Mitglied und auch Beirat im Team Technologie. Und ich freue mich, dass der Michael als ausgewiesener IoT-Experte heute die Moderation übernehmen wird. Ich möchte vielleicht den Michael bitten, ganz kurz ein paar Worte zu sich selbst dann zu sagen und auch das Podium dann vorzustellen. Vielen Dank, Werner. Ich selber habe einen Hintergrund, der sehr stark im Bereich Softwareentwicklung ist, beziehungsweise auch aus dem bildungsuniversitären Bereich. Ich habe im Behördenbereich viele Jahre gearbeitet und für mich ist der Zugang zum Thema Internet der Dinge sehr stark über den Bereich Sicherheit gewesen und damit halt auch mehr jetzt diesen allgemeinen Aspekt der Digitalisierung, also Internet der Dinge sozusagen als die Gliedmaßen einer Digitalisierung. Zur Podiumsdiskussionsrunde. Wir haben das Glück, dass das eine sehr vielfältige Runde ist mit einer sehr breiten Abdeckung der Spektren. Und in dem Sinne würde ich gerne Folgendes machen. Ich würde gerne die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitten, sich einzeln dann vorzustellen unter dem speziellen Aspekt, was der eigene Bezug zum Thema Internet der Dinge ist. Und ich habe mir gedacht, dass die sinnvollste Reihenfolge dabei die alphabetische Reihenfolge wäre, weil die zugleich auch irgendwie so einen Weg fast historisch zum Thema IoT zeigt, nämlich von Industrie und Automation über Wissenschaft und Forschung, Landwirtschaft, könnte man sagen, dann sicher den Consumer und den Energiebereich. Also in diesem Sinne würde ich gerne den Herbert bitten, dass er zuerst einmal etwas über sich sagt und über seinen Bezug. Bitte, Herbert. Guten Abend. Hallo, mein Name ist Herbert Dirnberger. Ich bin vom Dialektzimmer Kennen am Ostviertler. Ich beschäftige mich seit 37 Jahren mit IT. Das heißt, ich war sehr bald dran und habe den IT-Weg immer wieder weiterverfolgt und ungefähr 30 Jahre mit Automation, Industrial IoT und so weiter. Das heißt, ich lebe davon, von IT in industriellen Umgebungen. Ich habe sehr viele Hypes gesehen und habe sehr viele Trends gesehen. Manche sind wahr geworden, manche sind nicht so wahr geworden. Und zurzeit beschäftige ich mich mit dem Thema Industrial Security, GDPR, Datenschutzgrundverordnung und auch den Übergang von Automatisierungstechnik Richtung Industrial IT. Das heißt, ich bin Experte, mache mal zu tief im Fach, aber zurzeit versuche ich die Dinge einfacher zu machen und nicht komplexer.
Ich gebe das Wort weiter. Mario, du wärst ja im Alphabet, ja. Mario Drobic, mein Name. Ich komme vom AIT, Austrian Institute of Technology, und bin eben aus dem Bereich der Forschung, der angewandten Forschung. Ich leite dort derzeit die Competence Unit für Cooperative Digital Technologies. Das heißt, eben bei uns geht es stark um die Vernetzung von Systemen. Und mein Hintergrund ist ein bisschen anderer. Ich komme eigentlich aus der Mathematik, habe mich dann viele Jahre mit Data Analytics beschäftigt, wo der ganze Hype mit Big Data und AI noch nicht so groß war, haben wir Prozessanalysen durchgeführt. Und bin dann aber über Umwege im Gesundheitsbereich gekommen, wo wir eben dann angefangen haben, mit IoT-Devices zu arbeiten, vor allem eben mit den Patientinnen, um denen Gesundheitsservices daheim ermöglichen zu können und eben auch älteren Menschen da Unterstützung anbieten zu können. Und da kommt man eben dann schnell in diese gesellschaftliche Dimension hinein, mit Privacy-Aspekten, mit Security-Aspekten, auch mit Safety-Aspekten. Und das hat mich eigentlich dann über die letzten Jahre sehr stark begleitet. Ich leite aktuell ein FFG-Leuchtturmprojekt in Österreich zu dem Thema sichere cyberphysische Systeme, wo wir eben speziell auf autonome Fahrzeuge, Industrie 4.0-Anwendungen schauen. Und da geht es eben stark um diese Vertrauenswürdigkeit von IoT-Systemen. Und ich glaube, das ist eine zentrale Komponente, sozusagen dieses Vertrauen, wie können wir das sicherstellen auf einer technischen Ebene. Und daneben aber eben versuche ich auch diese gesellschaftlichen Aspekte reinzubringen in die Forschung. Wie können wir verantwortungsvoll das Ganze entwickeln? Wie können wir die Werte der Unternehmen, aber auch der Gesellschaft in diese Entwicklungen hineinbringen? Danke. Desiree, du bist die Nächste. Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wir hören dich. Vielleicht die Kamera aus. Ich glaube, bei dir ist sehr wenig Bandbreite. Okay. Ach so. Mein Name ist Desiree Ehlers. Ich bin von meiner Ausbildung hier Landschaftsplanerin. Ein Zugang über digitale Raumplanung. Sich zu überlegen, dass IoT eigentlich eine Infrastruktur ist, bei der man sich wie bei jeder anderen Infrastruktur überlegen muss, welche Ressourcen ich nehmen, was brauche ich dafür, wo will ich es nicht. Und mein Zugang dazu ist dann. Entschuldigen, dass ich unterbreche. Momentan haben wir extrem schlechte Audioqualität, vielleicht etwas näher zum Mikrofon ran. Und alle anderen bitte auf Stumm schalten. Ja, das ist ungefähr die Zeit, wo mein Provider anscheinend die Bandbreite runternimmt. Das kenne ich von sämtlichen Talks, die ich in letzter Zeit gemacht habe, sowohl privat als auch beruflich. Weil ich wieder bei meinem Thema bin. Was brauchen wir eigentlich für diese Infrastruktur, die wir haben wollen? Und das beinhaltet dann auch die Ressourcen, die man für eine tolle IoT-Landschaft brauchen würde, eine Bandbreite, mit der wir auch in kritischen Situationen miteinander kommunizieren, miteinander arbeiten können. Weil genau das ist für mich Digitalisierung und IoT ein Werkzeug, um Menschen zusammenzubringen und das möglichst umschonend, das gehört meiner Profession als Landschaftsplanerin dazu, Nachhaltigkeit überall groß drüber zu schreiben. Danke. Als nächstes Rudolf Koch. Ja, grüß Gott, mein Name ist Rudolf Koch. Sie haben es gesehen, ich war einige Jahre bei Philips in der Lichtsparte, zuletzt auch fast 6 Jahre Geschäftsführer. Was ist mein Bezug zur IoT oder zur Digitalisierung? Ich würde sagen, ein sehr positiver, ein sehr offener, ich würde sagen enthusiastisch. Ich bin verheiratet, 50 Jahre, habe 2 Kinder und mir wird diese technologische Weiterentwicklung, dieser Fortschritt immer natürlich bewusst, wenn man sich mit seinen Kindern unterhält und auch beobachtet, wie die aufwachsen und die Standardkonflikte hat, weil ich bin natürlich noch mit dem Vierteltelefon aufgewachsen, mit einer Audiokassette, mit einem Commodore 64 am Fernsehgerät. Mein erstes Auto war klein mit Handjoker, ich habe einen Schilling bezahlt. Da war gerade Interrail immer so ein Thema
und wir durften am Abend ORF1 oder ORF2 schauen. Ne? Und im Sinne der Digitalisierung und das ganze Internet-Thema, heute mit Smartphone, Streaming, Musik, Videos, Podcasts, bargeldloses Bezahlen, Autos voller Sensoren, vom Einpacken, Tempomat und etc., ist das natürlich eine tolle Geschichte als Privatperson, als Konsument. Und das möchte ich alles nicht missen. Im Berufsleben, bei Philips hatte ich eigentlich auch die Möglichkeit, verschiedenste Positionen, Führungsaufgabe, Geschäftsführer zu machen und haben natürlich auch die Lichtsparte von der klassischen Kühllampe, wo es auch noch ein Oligopol gegeben hat, wenige Anbieter etc., bis hin zur LED, schon mehrere Anbieter und dann zum digitalen vernetzten Licht mitbegleiten dürfen und auch gestalten dürfen, sowohl die interne Transformation als auch neue Geschäftsmodelle am Markt, wo wir sowohl den Consumer-Bereich hatten mit dem Smart Home, unser U-System, das Licht zu Hause zu steuern über Smartphone, Bewegungsmelder etc., aber auch im B2B-Bereich, weil natürlich mit der vernetzten Dinge die Sachen zusammen nicht mehr in Silos gedacht wird. Das heißt, im Thema kommunale Beleuchtung, Smart Cities, das Thema smarte Infrastruktur von Gebäude, Mobilität, Energie, Wasser, Entsorgen, Gesundheitswesen, da spielt vieles zusammen. Und das Thema war im Industriebereich die intelligenten Fabriken, Machine-to-Machine-Kommunikation, die Automatisierungsprozesse bis hin zum Thema Predictive Maintenance etc. und auch im Smart Building Bereich. Also es gibt nicht nur Licht, es gibt Lüftung, es gibt Klima, verschiedenste Themen. Und da habe ich immer mehr großes Gefallen gefunden, weil solche neuen Herausforderungen und solche Veränderungen mir eigentlich Spaß machen, muss ich ehrlich sagen. Ja, und das ist auch das Salz in der Suppe für mich. Okay? Danke. Und jetzt noch Herr Schreik, bitte. Ja, gerne. Schönen Abend auch von meiner Seite. Benedikt Schreik. Ich bin bei den Wiener Stadtwerken für das Thema digitale Transformation verantwortlich. Das ist unter anderem das Thema IoT, aber ich beschäftige mich grundsätzlich aus der IT-Organisation heraus mit allen Themen, die für uns von relevant sind und großen Technologiebezug haben. Zum Thema IoT habe ich einen besonderen Bezug, auch aus meiner Ausbildung heraus. Ich habe eine Elektronik-HTL besucht, habe auch eine Informatik-Ausbildung auf der TU mit einem technischen Schwerpunkt gemacht. Insofern freut mich, dass ich jetzt da in diesem Bereich auch sehr stark tätig sein kann. Bei den Wiener Stadtwerken beschäftigen wir uns mit dem Thema sehr intensiv. Vielleicht bevor ich darauf eingehe, zwei, drei Worte. Wer sind die Wiener Stadtwerke? Unsere Unternehmen sind nämlich recht gut bekannt. Wir selbst stelle ich oft fest, nicht ganz so gut. Das ist einerseits natürlich der schon erwähnte Energiebereich mit Wiener Energie und Wiener Netzen. Sprich Energieversorger und Netzbetreiber. Wir haben aber auch die Wiener Linien, die Wiener Lokalbahnen, die Wipark, die Bestattung und Friedhöfe und die Wiener Team Konzern, also insgesamt ein relativ diverser Konzern. Und da gibt es bei IoT eine ganze Menge von Anwendungen. Was wir überall gemeinsam haben, ist nämlich, dass wir Infrastruktur, das heißt, bei den einen ist es dann ein Kraftwerk, beim anderen ist es ein Fahrzeug, beim nächsten ist es vielleicht ein Grab, verwalten, betreiben, instand halten und dafür ist super viel IoT notwendig. Ich persönlich habe dazu ein konzernweites Programm vor 2,5 Jahren aufgesetzt, wo wir uns auf einem Konzernlevel mit dem Thema beschäftigen. Man muss nämlich dazu sagen, gerade bei uns im Konzern, das Thema IoT ist jetzt nichts Neues. Wer U-Bahn-Anzeigen oder sowas kennt, die gibt es ja schon bedeutend länger, als es den Begriff IoT jetzt so im Mainstream gibt. Nichtsdestotrotz wird auch für uns so Consumer-Preis und Consumer-Segment relevante Sensorik sehr interessant, weil da wären ganz neue Use Cases möglich und das schauen wir uns in so einem konzernweiten Programm aktuell an und das leite ich auch und insofern das Thema IoT ist ein sehr, sehr spannendes für mich, weil es der Herr Koch auch gesagt hat, auch privat sehr spannend. Ich habe allerhand Smart-Home-Anwendungen von Voice Assistant über Licht und Multimedia, das ist finde ich persönlich sehr, sehr spannend und bin da auch ein Enthusiast in dieser Richtung. Insofern, einen sehr großen Bezug zu dem Thema. Vielen Dank. Wir haben jetzt auch schon einiges gehört, eigentlich über das, was in die nächste Fragengruppe überleitet, nämlich die Frage, welche Auswirkungen Sie oder du in den letzten Jahren erlebt haben. Also jetzt natürlich gibt es die offensichtlichen Bereiche, aber es gibt da noch weitergehende. Herr Koch hat vor allem zum Thema Consumer-Bereich und täglichen Leben
schon relativ viel erwähnt. Kann das vielleicht noch jemand von den Teilnehmern oder möchte das gerne jemand von den Teilnehmern abrunden? Zu diesem Thema noch etwas zu sagen? Wenn Sie gleich am Bildschirm sind, Herr Schreik, vielleicht noch. Ja, sind gerne. Jetzt schon in die Richtung gezielt. Also grundsätzlich, was wir schon stark wahrnehmen, ist eine Tendenz zur Automatisierung. Ich fange jetzt vielleicht bei den weniger High-End-Use-Cases, wenn man so möchte, an. Wie wir machen Predictive Maintenance, wissen wir, unsere Züge oder Kraftwerke Gebrechen haben. Viel weiter runter. Wir haben momentan auf Basis der Lebensdauer von unseren Infrastrukturanlagen, man muss im Kopf behalten, ein Kraftwerk, das steht viele, viele Jahrzehnte. Insofern, da ist der Technologieschub, den es da gibt und die Erneuerung nicht so groß, extreme Themen, um Informationen aus den Anlagen zu kriegen. Da geht es um Dinge wie Füllstände von Schmiermitteln, von irgendwelchen Kühlwassern, also wirklich sehr, sehr basisinformationsartige Dinge. Oder auch Motorstunden, also wirklich, wir reden über sehr, sehr, sehr niederschwellige Informationen, die uns schon extrem helfen, Prozesse effizienter zu gestalten und auch besser zu werden in der Instandhaltung und effizienter. Insofern diesen extremen Trend zur Automatisierung. Und damit einhergeht auch so ein bisschen die Möglichkeit, weil wir diese niedriger oder diese niederschwelligen Informationen haben, komplexere Regeln aufzubauen. Das heißt, zum Beispiel bei den Wiener Linien diskutieren wir momentan darüber, auf Basis von GPS-Daten auch Ampelschaltungen oder Verkehrsoptimierungen durchzuführen. Das sind einfach Dinge, die waren früher nicht möglich. Man hat zwar eine Grundidee, wo, wann, welcher Zug, welche Straßenbahn, wie lange steht oder welcher Bus. Nur mit IoT und mit GPS-Sensoren wird es einfach möglich zu wissen, wann steht er exakt wo, wie lange und wie kann ich es verbessern. Also wir haben viel mehr Datengrundlage und können deutlich bessere Entscheidungen treffen. Okay, vielen Dank. Meines Wissens gibt es ja in dem Zusammenhang auch Verbindungen, natürlich Big Data ist klar, aber auch künstliche Intelligenzprojekte. Wenn ich mich nicht irre, läuft da einiges momentan gerade an, auch in Wien, oder? Oder wie sieht das aus? Ja. Wir machen eine ganze Menge. Big Data ist erstmal, man muss auf relativ konkrete Use Cases kommen. Wo wir sehr spezifisch Erfolge verzeichnen, ist im Bereich, wenn es um Massendaten geht. Also zum Beispiel, wir verarbeiten oder vorverarbeiten Kunden-E-Mails mit Big Data, einfach um unseren Kundenservice ein bisschen zu verbessern und Dinge, wie sie geben uns eine neue Kontonummer bekannt, besser zu erkennen oder schneller darauf reagieren zu können. Ansonsten im IoT-Bereich sind wir da tatsächlich noch weit, da würde ich noch sagen, Big Data ja, AI und so komplexere Machine Learning-Anwendungen, das liegt noch ein bisschen in der Zukunft, dort, wo wir schon länger Daten sammeln, dort machen wir das. Also gerade bei so Instandhaltungsdaten, die zeichnen wir schon länger auf. Bei weiteren Themen, wo wir jetzt gerade mit IoT starten, da haben wir tatsächlich noch nicht ausreichend Datengrundlage. Aber ist am Radar und ist natürlich sehr, sehr verzahntes Thema. Danke. Das leitet irgendwie über auch zu dem ganzen Bereich Produktion, Industrie, Fertigung. Ja, du hast im richtigen Augenblick eingeschaltet. Darf ich dir das Thema übergeben? Gut, das heißt, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Abgrenzung mit dem Begriff IoT an sich einmal, weil was ist IoT nicht? Das ist die Frage, ist, was, dann wird man irgendwann drauf kommen, es ist fast der ganze technische Fortschritt dahinter. Das heißt, man muss von der anderen Seite sehen. Und im Prinzip ist es so, dass die Erwartungen in das Thema IoT sehr hoch sind. Das heißt, man hört immer sehr hohe Erwartungen. Wir würden jetzt sagen, Industrie, wir sind jetzt genau nach dem Hype vom Gartner-Cycle. Dass der Gartner-Cycle-Hype ist vorbei. Wir fliegen gerade jetzt durch Corona ganz schnell nach unten und fallen in das Tal der Illusionen rein. Und jetzt ist so, ich weiß, vor letzten Wochen
Jetzt sehen wir die Business Cases. Das heißt, was bringt es wirklich für das Unternehmen an Gewinn, an Profit, an Effizienz und so weiter. Und das ist aber sehr, sehr wichtig, weil dadurch das IoT, die Klassierung, erwachsen wird. Man überlegt dann wirklich die Batch-Zyklen durch, was kosten die Sachen im Betrieb, welche Proof of Concepts sind wirklich wahr geworden und so weiter. Das heißt, jetzt kommt so ein bisschen so das große Erwachen und das Bereinigen. Was ich jetzt erzählen kann, ich habe irgendwann mal aufgehört zum IoT-Plattformen zählen, was es im Weltmarkt gibt. Es waren mehrere Hunderte. Wir erleben gerade eine riesengroße Bereinigung. Das heißt, große Firmen kaufen die auf. Das heißt, ich glaube, IoT ist geboren und jetzt wird es erwachsen. Das heißt, jetzt kommen die anstrengenden Jahre für die Produzenten. Das heißt, es wird viel mehr auf Standards gebracht werden, es werden auch die Use Cases hinterfragt werden. Man wird sich ja Lösungen von den Kollegen anschauen, die in der Branche gemacht worden. Und so das Forscherische wird auch verschwinden, sondern wirklich das Professionelle kommt jetzt rein in die Branche. Und nicht bemerkt speziell im Bereich Industrialisierung, Automatisierungstechnik. Wir sprechen jetzt dort von Edge Computing. Das heißt, auf einmal sucht man gemeinsame Lösungen über die ganze Branche drüber. Und nicht jeder Produzent produziert was Eigenes. Das heißt, IoT wird professioneller. Auch in der Industrie. Danke. Du hast auch kurz jetzt das Thema Wissenschaft und Forschung erwähnt. Ich möchte da jetzt den Mario dazu bitten, wie er die Situation sieht, Rolle, Status vom Thema Digitalisierung und Internet der Dinge im Bereich Wissenschaft und Forschung. Mario, bitte. Ja, also ich muss dazu sagen, es ist auch eine angewandte Sicht, die wir ja da einnehmen, weil wir ja da sehr stark mit der Industrie zusammenarbeiten. Aber ich kann die Beobachtung von Herrn Dirnberger da nur unterstreichen. Wir sind jetzt da in einer Phase, wo es darum geht, wie können wir einen Wert aus dem Ganzen schöpfen. Und das gelingt eben am besten, wenn wir nicht mit den Systemgrenzen uns einschließen, sondern wenn wir da Richtung des Lebenszyklus schauen, sowohl jetzt was die Anlagen betrifft, als auch was die Produkte betrifft, womit man dann wirklich die große Datenbasis bekommt, um Veränderungen anzustoßen, eben Richtung Effizienzsteigerung in der Wartung, im Betrieb, wie es zuvor angesprochen wurde, aber auch in Richtung Optimierung der Produktion, in Richtung Optimierung neuer Produkte, dann, wenn es um die Time to Market geht. Und das muss man aber quantifizieren können. Ja. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, da die Grundlage dafür zu schaffen. Und gleichzeitig aber steigt das Bewusstsein, und das ist eben für uns auch ein großes Thema, eben dieser, wie vertrauenswürdig sind diese Systeme, wenn ich die vernetze, wie abhängig mache ich mich da? Das ist gerade in der Industrie ein ganz, ganz essentieller Faktor. Da geht es eben sowohl um die Sicherheit, um die Safety, aber auch eben zum Beispiel um den Schutz von IPRs. Wenn ich die Systeme vernetze, wie anfällig bin ich dann, weil da inzwischen ja nicht mehr nur ein Produkt dann vielleicht nicht funktioniert oder eine Fehlfunktion hat, sondern da geht es eigentlich dann auch um die Vertrauenswürdigkeit der Marken dahinter. Das heißt, dass ein ganzes Unternehmen dann eigentlich plötzlich gefährdet, wenn es da zu einem massiven Data Breach kommt, wenn es da zu einer Schwachstelle, einer systematischen in solchen Systemen kommt. Und die Awareness ist jetzt inzwischen da und da braucht man auch Gegenstrategien. Danke. Es gibt eine Reihe von Projekten auch im Umfeld von Landwirtschaft. Und wenn ich mich nicht täusche, hast du, Desiree, da auch mit Projekten im Landwirtschaftsbereich zu tun gehabt. Kannst du aus dem Bereich Landwirtschaft und Digitalisierung, IoT, uns über den Status oder die Veränderungen der letzten Jahre etwas sagen? Es ist eines meiner Themenbereiche. Ich würde gerne jetzt einmal kurz auf deine Frage eingehen, aber dann noch einen anderen Bereich erwähnen, denn mein Hauptthema ist eigentlich ländlicher Raum, in dem Zusammenhang. Im landwirtschaftlichen Bereich mit IoT haben wir eigentlich ähnliche Probleme wie bei kleinen Unternehmen. Die Leute haben Angst, was mit ihren Daten passiert. Wir haben die Problematik, wenn ich jetzt ein gesamtes System online stelle und wir reden davon, was
Traktoren allein fahren oder Traktoren mit einem IoT-Device fahren, das Wetterdaten einspielt, das genau sagt, auf dem Quadratmeter sprühst du das und das, dort gibst du so und so viel Samen rein. Es aber noch nicht abgeklärt ist, was passiert, wenn der Satellit nicht funktioniert, wenn die Energie ausfällt. Das heißt, wir haben erste Überlegungen, was man macht, um ein System auch offline funktionieren zu haben, weil ein Bauer und eine Bäuerin kann sich nicht aussuchen und sagen, naja, dann mache ich das halt morgen, weil morgen kann die Ernte am Feld schon vielleicht durch einen Regenguss verfault sein oder es Probleme geben. Und es geht dabei ja darum, nicht nur ein Wirtschaftszweig zu sein, sondern es geht darum, eine Bevölkerung zu ernähren. Okay. Wolltest du dann noch einen zweiten Bereich anschneiden? Der zweite Bereich wäre alles, was mit ländlicher Raum allgemein zu tun hat. Wir haben schon sehr viel auch von den Herren von den Stadtwerken gehört, was sich in Wien tut, also in einer Großstadt. Das heißt die Smart City. Es gibt aber bereits in Österreich oder auch in anderen Ländern sehr viele Konzepte, die mit dem digitalen Dorf, dem Smart Village, sich beschäftigen. Wobei die Herangehensweise ein bisschen anders ist als in den Städten. Es noch viel stärker darum geht, Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten in ländlichen Gemeinden und gleichzeitig noch viel stärker zu schauen, dass der analoge Bereich nicht verloren geht. Ja. Jetzt hat sich in den letzten Wortmeldungen immer wieder sehr stark gleich ein Thema, das wir später detaillierter noch ansprechen wollen, sehr in den Vordergrund gedrängt, nämlich die Kombination von Sicherheitsthemen, also in beiden Sinnen, sowohl als Safety als auch als Security. Und dabei natürlich mit die Auswirkungen unmittelbar auf die Gesellschaft oder auf den Einzelnen oder auf Strukturen und Prozesse in der Gesellschaft. Ich würde da gerne jetzt noch Wortmeldungen dazu hören, wie das aussieht mit den Auswirkungen, besonders jetzt auch vielleicht in Bezug auf Safety und Security in den Bereichen Gesundheit, Arbeit, Umwelt bis hin zu, ja, also ich glaube, das sind eigentlich die wichtigsten Bereiche, über die wir vielleicht zuerst einmal reden könnten. Mario, möchtest du zum Thema Gesundheit? Vorab da noch ein bisschen ergänzen, weil sozusagen Safety, Security sind ja nur zwei Aspekte, eben die Privacy ist genauso wichtig und wenn man sich das aber quasi gesamt anschaut, geht es auch sehr stark um die Reliability und um die Resilience. Ja, das heißt, leistet, kann ich mich darauf verlassen, dass das System das leistet, wofür es gebaut wurde und wie robust ist es gegenüber Änderungen in der Umwelt auch. Ja, das gehört da genauso rein und darum, glaube ich, braucht man da ein ganzheitliches Verständnis und eben ein abhängig vom Use Case dann eine genaue Definition, was heißt für uns Sicherheit, ja, also jetzt als umfassenden Begriff betrachtet und das ist eben in Gesundheit zum Beispiel was anderes, weil dort eben sehr stark die Privacy im Vordergrund steht, vielleicht dann auch noch die Patienten-Safety ganz im Vordergrund steht, wohingegen, wenn ich jetzt ein Versorgungssystem habe in der Stadt, dann habe ich vielleicht andere Anforderungen. Ja, dann geht es mir eher darum, dass dieses System reliable, resilient ist, ja, dass sozusagen egal was passiert, das muss funktionieren. Habe ich andere Prioritäten eventuell. Und darum glaube ich, in dieser Diskussion einfach generell ist sehr wichtig, sich der Anforderungen, aber der Werte dahinter bewusst zu sein und die transparent zu machen. Ja, und in dem Sinn, ja, das glaube ich, ist der Diskussionsprozess, den man in den Anwendungen braucht und das eben nur auf die Security zu reduzieren, das greift eben zu kurz. Ja. Okay, ja. Es gab jetzt, der Herbert hat die Meldung hineingespielt, Kontrollverlust, wer ist der Herr des Systems? Zugleich gibt es den Wunsch, dass wir technische Themen, technische Begriffe etwas erklären. Gut. Darf ich dir mal geben, Herbert? Ich kann es nur bestätigen, das heißt, Sicherheit ist nicht nur alleine Security,
zum Safety, Privacy und auch das Thema Vertrauen gehört für mich dazu. Weil ich mein System nicht vertraue, kann ich es auch nicht sicher empfinden. Und oft wird es auch verwechselt mit Kontrollverlust. Das heißt, ich kann nicht mehr selbst entscheiden, warum das passiert. Und wir haben sehr viele Firmen, die jetzt gerade überlegen, komplette Dienstleistungen in die Cloud zu geben, mit Cloud Computing. Und da ist eine der größten Fragen, wer ist eigentlich Herr der Systeme, wer betreibt die Services? Und das macht sehr große Auswirkungen, weil auf einmal braucht man Dritten, um Probleme zu lösen. Das sind neue Konstellationen, die wir noch nicht kennen zum Teil. Das heißt, es wird neue Situationen geben, die wir einfach nachdenken müssen, was das heißt, weil ich an System vertraue, dass irgendwelche Entscheidungen von diesen kommen würden. Gib gerne wieder weiter. Danke. Vielleicht nur ein Wort ergänzend dazu, nämlich über den Lebenszyklus. Ja, also genau. Wir betrachten ja nicht nur den aktuellen Status, sondern wenn ich das in die Cloud verlagere und ich habe da ein Produkt, das davon abhängig ist, dann spreche ich vielleicht vor 10 Jahren. Und wer weiß, was in 10 Jahren mit dieser Cloud-Lösung ist und kann ich sicherstellen, dass die dann auch noch funktioniert, sicher ist und unter der Kontrolle ist. Ja. Mhm. Kurz dazu, mein Eindruck, der sich da ganz stark festsetzt, und der wahrscheinlich in der Diskussion auch sehr wichtig ist, es gibt so unterschiedliche Sichtweisen auf die Thematik. Für einen Consumer ist das Ganze vor allem von einer Angst, wenn überhaupt, von einer kritischen Situation, von einer Angst geprägt, während die eigentlichen Probleme, die es da gibt, zum Teil einem Consumer oder auch einem Anwender in der Industrie nicht einmal bewusst ist. Also wie man ja sieht aus der Fahrzeugtechnologie und so weiter. Wir haben jetzt auch gehört, dass es im Landwirtschaftsbereich es Problembereiche gibt. Eine Frage. Offenbar klafft die Wahrnehmung dieser Thematik sehr weit auseinander. Welche Möglichkeiten gibt es, damit umzugehen? Wie ist der Status momentan und wie kann man damit umgehen? Vielleicht darf ich da kurz antworten. Ja. Also das Thema kritische Infrastruktur, das beschäftigt uns ja Gott sei Dank schon nicht erst seit gestern. Jetzt ist IoT dazugekommen oder schon länger dazugekommen. Die grundsätzliche Frage, vielleicht noch um das vorweg noch kurz zu das Thema vorab noch zu beleuchten, ist ja nicht, also ist einerseits, da bin ich da bei den Kollegen Sicherheit, Resilienz, dass das Thema weiterleben kann. Die Frage ist aber auch, was ist das Minimum, das wir gesellschaftlich brauchen, damit die Gesellschaft funktioniert? Corona zeigt das recht schön. Welche Systeme müssen tatsächlich weiterlaufen und welche kann ich abschalten? Bei uns ist nämlich immer, das Horror-Szenario Blackout. Es ist das ganze Stromnetz schwarz. Wie können wir wieder hochfahren? Wie können wir von Null weg starten? Mittelfristig mit Digitalisierung wird es aber ganz wichtig werden zu wissen, naja, der volle Blackout, das ist halt Gott sei Dank aktuell nicht so wahrscheinlich, aber irgendeinen Stufenplan zu haben, welche Services sind super kritisch und super notwendig, wie haben wir für die ein geeignetes Sicherheitskonzept und was passiert, also die Probleme zu Cloud wurden ja ausreichend schon angesprochen, jetzt glaube ich nicht, dass wir kurzfristig kritische Systeme in die Cloud bringen, aber irgendwann, wenn das ausreichend standardisiert ist, ist das vielleicht schon denkbar und dann braucht man eine Sicht, wie kann man einen Ausfall in einem Cloud-Service abfangen. Das ist ein Thema, dem muss man sich, glaube ich, schrittweise nähern. Momentan sind wir eher noch, das Fallback ist immer das, wir haben gar keine IT, alles ist analog und dann gibt es Menschen, die dann zu einem Schaltschrank fahren oder zu einer U-Bahn, zu einem Stellwerk und dort händisch anfangen, an Schaltern rumzudoktern. Wir werden aber, glaube ich, mittelfristig Zwischenszenarien entwickeln müssen, wie wir einen semi-digitalen Betrieb und ganz besonders wichtig ist das Thema Edge Computing im Sinne von einer dezentralen Funktion von solchen Anwendungen sicherstellen können. Das heißt, wie können, also Edge Computing ist so Verarbeiten von Daten dezentral, wie können wir sicherstellen, dass Anwendungen ohne zentrale Infrastrukturkomponenten trotzdem weiterlaufen. Weil vorher, Sie hatten es ja schon in die Kamera gehalten, das Handy, wenn man sich allein die Rechenpower, die das Handy hat, überlegt, da ist ganz viel möglich und das muss deutlich dezentraler werden. Jetzt komme ich noch zum Punkt Auswirkungen auf die Gesellschaft. Im Energiebereich ist das ganz, ganz drängend. Ja.
Klimawandel ist ein Riesenthema, erneuerbare Energien ist ein Riesenthema und jeder denkt für sich individuell über das Thema nach, wie kann ich selber erneuerbare Energien haben, kein Photovoltaikanlagen am Dach und so weiter. Das ist jetzt erstmal super. Gesellschaftlich unterstütze ich das auch voll. Aus einer Netzbetreibersicht ist das das Horrorszenario, weil wenn dann eine Wolke über Wien geht, sind alle Solaranlagen schwarz. Wir brauchen dann in extrem kurzer Zeit eine extrem hohe Regelenergie, damit das Stromnetz nicht kollabiert. Insofern brauchen wir da genau dafür eine extrem gute IoT-Infrastruktur, die sehr stark dezentral arbeitet, damit das Netz stabil bleibt. Also gerade das ist ein Thema, dem müssen wir uns sehr, sehr stark nähern. Also das heißt, da entstehen strukturelle Anforderungen, die jetzt in dem Augenblick gar nicht leistbar wären. Beziehungsweise ein Teil der Entwicklung geht schneller voran als zum Beispiel strukturelle Anpassungen. Das ist ja, jetzt, also die sind schon leistbar, aber wir wollen ja wegkommen von Gas- oder Kohle- oder atombetriebenen Energieerzeugungsformen. Und momentan, wenn halt die Wolke über Wien drüber fährt oder der Wind im Burgenland weniger wird, dann fahren halt die Gaskraftwerke hoch. Nur das ist halt auch kein langfristiges Szenario, wenn wir den Klimawandel aktiv angehen wollen. Und wenn wir halt auch insbesondere den Mix ändern wollen. Das heißt, momentan ist halt der Anteil, der aus nicht erneuerbarer Erzeugung kommt, noch ausreichend groß, dass wir das kompensieren können. Wenn aber eben Wind und Sonne stärkere Anteile haben, das ist volatiler, dann brauchen wir da geeignete Regelenergieformen. Ja, es ist zweimal indirekt Redundanz vorgekommen. Also es ist ja sehr stark so, dass diese Entwicklungen eigentlich sich großteils dadurch auszahlen, dass Redundanz reduziert wird. Aber jetzt haben wir einerseits im Personellen gesehen, wenn es notwendig ist, dass Leute einspringen, Menschen einspringen für Systeme, zum Beispiel händisch zu Regelwerken fahren oder beispielsweise Kraftwerke verfügbar bleiben, ohne in Betrieb zu sein, um gegebenenfalls einzuspringen. Wie können wir mit diesen Redundanzen umgehen? Ja, Mario, bitte. Also da gibt es ein schönes Beispiel aus dem automatisierten Fahren, wo wir eben Konzepte jetzt entwickelt haben mit Partnern, dass zwar eine Redundanz vorhanden ist, die aber eben genau auf diese minimale Leistung hinabzielt. Dass man eben sagt, man hat zum Beispiel eine Prozessoreinheit im Fahrzeug, die beschäftigt sich mit der Steuerung des Fahrzeugs im autonomen Modus. Und man hatte auch die Entertainment-Einheit, die sind aber so ausgelegt, dass falls eine Einheit ausfällt, auch die Entertainment-Einheit in Echtzeit die Leistung der Steuerung übernehmen kann. Dann fällt halt das Entertainment-System aus. Das ist aber nicht so schlimm, Hauptsache ich bin sicher auf der Autobahn unterwegs. Und in dem Sinne, glaube ich, muss man eben in diesen komplexen Systemen überlegen, wo sind die Ressourcen, die man dann nutzen kann und die muss man dann in Echtzeit schnell und effizient umverteilen. Und da ist eben Edge Processing und Distributed Systems, also verteilte Systemeinheiten, sind da natürlich prädestiniert dafür, weil ich eben dann, wenn ich einen Schaden auf einem Ende von Wien habe, deswegen nicht unbedingt woanders dann habe, aber ich muss eben diese Kaskadeneffekte berücksichtigen, wie wirkt sich was aus, wenn jetzt zum Beispiel der Strom an einer Stelle ausfällt und eine andere Einheit springt ein, was passiert dann mit den abhängigen Systemen dort? Herbert, bitte. Ja, kann ich nur ergänzen dazu, also noch sehr, sehr wichtig ist das Thema Divergenz. Das sind Redundanzen, sondern auch Divergenzen bilden, dass man auch andere Formen, wenn man es ausfällt, hat, nicht, dass man von ein System tausende gleiche Systeme hat, die durch eine Schwachstelle ausfallen, sondern dass man einfach viele, viele Wege hat, wie ein System weiterleben kann. Und damit man einfach Resilienz durch das schafft. Das schafft man nicht durch Redundanzen von einem System mal X, sondern durch Divergenz eigentlich. Jetzt vielleicht noch eine Frage oder eine Bemerkung zu dem, was du, Mario, gesagt hast. Zu den großen Sicherheitsthemen bei den Autos, bei den Automobilen gehört ja, dass die Automobile ein gemeinsames Bussystem haben. Das heißt, alle Steuerungssysteme hängen noch immer bei den Autos parallel miteinander. Das ist so ein bisschen so wie eine Runde von lauter Computern, die alle gleichzeitig drauf losarbeiten könnten. Das ist halt auch eine Voraussetzung dafür, dass eines fürs andere im Ernstfall übernimmt. Auf der einen Seite habe ich mitbekommen, dass es Überlegungen gibt, diese Bussysteme
deshalb einzuschränken und abzuschaffen. Mhm. Aber das, was du jetzt gesagt hast, würde eigentlich so einer Einschränkung und Abschaffung entgegensprechen. Also das ist gerade eine Umstellung, die da passiert in der Industrie, und meiner Wahrnehmung geht es eher dahin, dass man sagt, man bringt das eher Richtung zentraler Recheneinheiten, die flexibel sind, die dann aber eben redundant ausgeführt sind, um eben auch diesen Wildwuchs jetzt in den peripheren Systemen irgendwie in den Griff zu bekommen, weil derzeit ist eben das Problem, man hat so viele Systeme, die miteinander kommunizieren, dass da eigentlich sehr schwer ist, die Kontrolle darüber zu haben und die Funktionalität und Sicherheit wirklich sicherstellen zu können, auch wenn da was ausgewechselt wird in verschiedenen Konfigurationen. Und deswegen eher da wieder eine Zentralisierung passiert, die aber dann eben wiederum eine Flexibilität eigentlich ermöglicht. Ja. Aus dem Publikum ist eine Frage gekommen, die ich sehr interessant finde, die, ich weiß nicht, ob alle die Frage sehen, es geht da kurz gefasst darum, dass IoT in der Landwirtschaft, wer kann sich das überhaupt leisten im Sinne von nicht nur jetzt finanziell, sondern auch das technisch zu bewältigen, und ob das nicht zu einer Monopolisierung in Richtung großindustrieller Landwirtschaft führt. Auf der anderen Seite sieht man immer wieder, dass ja eigentlich IoT oder Automatisierung eigentlich auch die Chance für jeden bieten sollte, also auch für die Kleinen. In der Praxis ist es nicht so, aber möglich wäre es. Es gibt immer diese wundervolle Möglichkeit, IoT bringt allen, oder Digitalisierung bringt allen die Werkzeuge in die Hand. Aber wie ist das in Wirklichkeit? Ist das eine Illusion oder ist das wahr? Ich würde da gerne jetzt von jedem der Teilnehmer ein Statement dazu hören. Wer möchte beginnen? Herr Koch vielleicht? Ja, dann schalte ich mich dazu. Also ich glaube, ist IoT leistbar oder nicht? Ja? Die Frage stellt sich für mich so in dieser Form ja nicht, sondern bringt es mir einen Nutzen oder Mehrwert? Das ist die einzige entscheidende Frage. Ja? Weil, ich meine, es war eine sehr technische Diskussion, wo ich mein Bild weggeschalten habe, mein Ton wegen der Bandbreite. Aber ich war ja auch vor vielen Jahren, wie das Thema Industrie 4.0 gekommen ist, habe ich mir diese Veranstaltungen angeschaut. Worüber wird da gesprochen? Man muss ja ein bisschen über den Tellerrand schauen, was passiert da. Und auch hier hatte ich eigentlich festgestellt, glaube ich, dass 80% IT-Unternehmen dort waren, um die Lösungen anzubieten, aber kein Konsument. Ja? Also wir können über Digitalisierung und IoT sprechen, wenn diese Use Cases oder wenn der Kundennutzen nicht da ist, wird sich keines der Systeme durchsetzen. Ja? Das ist ganz einfach. Vielleicht ein paar große Innovative, die so ein paar Feldversuche machen, aber das Entscheidende ist, und das, da gibt es auch genügend Beispiele, wenn der Nutzer, ob das ein Unternehmen oder Privatperson ist, wenn der keinen Nutzen hat, keinen Mehrwert hat, dann können wir über technische Details, Security, philosophieren und sprechen, dann wird es sich nicht durchsetzen, meiner Meinung nach. Ja? Ich meine, wir haben ja auch im Lichtbereich und Technologie, und da kannst du mit LED so und so viel Energie sparen. Aber in Österreich waren die Energiekosten halt bei vielen Unternehmen gar nicht das Hauptthema, weil sie relativ attraktiv sind im Vergleich zum benachbarten Ausland. Ja. Da kann man noch so viele Amortisationsrechnungen machen. Also ich glaube, Nutzer, Vorteil, wo ist mein Benefit? Und dann wird es halt in Volumen, in Masse gehen oder was. Ja. Aber nur der technischen Lösung willen und wird sie sich nicht durchsetzen. Ja. Herr Schreck, Sie haben vorhin so wissend gelächelt zu dem Thema. Ja, ich stimme dazu. Also ich nehme auch oft wahr, wir sind ja natürlich ein Technikerkonzern. Die Freude ist immer sehr groß, wenn man sich mit neuen Technologien, ich möchte fast sagen, spielen kann. Ich sehe das ähnlich wie der Herr Koch, man braucht ganz stark den Kundennutzen. Im IoT-Kontext bezeichne ich uns, obwohl wir ziemlich groß sind, auch sogar als Kunde. Und um auch auf das initiale Thema Landwirtschaft eingehen zu können. Die Herausforderung, die sehen wir als riesiger Konzern ganz genauso, weil ja, wir haben dann zwar ein paar hundert Straßenbahnzüge oder U-Bahnzüge oder ein paar Kraftwerke, aber die Hersteller dieser Kraftwerke wie Siemens oder Zughersteller wie Bombardier, die haben halt noch viel, viel mehr. Und die Frage ist,
am Ende des Tages, wer sammelt die Daten, die hier IoT generiert und wer baut das Wissen, das diese Daten mitbringt, auf? Und da haben wir genauso als Großkonzern, sind wir da in einer Kundenperspektive und haben die Herausforderung, ja, jetzt können wir uns zurücklehnen und sagen, wir schauen, was passiert. Dann werden unsere Zulieferer zunehmend Wissen aufbauen und dann wird es so sein, dass unsere Zulieferer uns in vielleicht nicht 2 Jahren und auch vielleicht nicht in 5 Jahren, aber vielleicht in 10 oder 20 Jahren ganz genau sagen, wann ist welches Teil in der U-Bahn zu tauschen, wann darf welcher Zug wo fahren und der schlimmste Fall, wann muss denn ein Zug stehen bleiben, weil der Hersteller jetzt sagt, naja, das in der U-Bahn, die wird jetzt gleich kaputt gehen und dem ist dann vielleicht sehr egal, ob der gerade mitten auf der Strecke ist oder in der Werkstatt steht. Und also das sind Fragen, die sind für uns hochrelevant und da sind wir auch mit den ganzen vielen Kleinen im ähnlichen Boot. Vielleicht auch noch eine kleine Lösung kann ich da anbieten. Wir sind sehr stark interessiert an dem Thema Standardisierung. Das Thema IoT-Plattformen ist für mich viel zu technisch. Ich teile das auch, dass der Markt sich konsolidiert, aber das Wichtige, das dieses Thema mit sich bringt, sobald ich die Plattform von der Funktion und von dem technischen Gerät trenne, brauche ich dazwischen eine Standardisierung. Und sobald ich das geschafft habe, kann ich sowohl den Sensor als auch die Plattform tauschen. Und das ist was wir gerade stark versuchen zu forcieren, damit wir sowohl was jetzt unsere Hersteller angeht, als auch was unsere Softwarezulieferer angeht, sehr viel unabhängiger werden. Und diese Frage, glaube ich, die muss ich vom kleinen EPU oder vom Landwirt bis hin zu uns als großem Konzern jeder in Österreich stellen. Also das heißt, durch Standardisierung eine Möglichkeit, einerseits unabhängiger zu werden und zugleich leistbarer zu machen und zugleich eben es auch wirklich dem Einzelnen in die Hand zu geben. Das heißt, weg von den Machtkonzentrationen in gewisser Hinsicht. Ja? Ich weiß noch nicht, ob das Thema Standardisierung automatisch Machtkonzentrationen verhindert, aber es macht es zumindest leichter, dann den Anbieter zu wechseln. Okay. Mhm. Mario, du wolltest das sagen? Ja, nein, ich wollte auf ein paar Dinge ansprechen. Also eben das eine mit Standards bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da diesen Login zu vermeiden. Und da ist dann, glaube ich, gerade öffentliche Ausschreibung in die öffentliche Hand sehr gute Möglichkeit, da auch Druck aufzubauen, jetzt nicht im Sinne von quasi, wir haben eine gesetzliche Regelung, die das vorschreibt, sondern auch wenn man im öffentlichen Bereich was anbieten will, dann hat es gewisse offene Standards einfach zu haben und nicht eben ein Login zur Folge. Das andere, was ich ansprechen wollte, was Sie das gebracht haben, eben mit dem Wissen, die Daten zu nutzen, was ergibt sich daraus, da sind wir ja schon mittendrin. Ja. Also es gibt jetzt das Beispiel von Siemens, die in Frankreich nicht mehr Züge verkauft haben, sondern die eigentlich die Transportkapazität verkaufen. Die sagen, wir garantieren euch, ihr könnt die Personenanzahl darüber transportieren und dafür aber machen wir das komplette Management der Züge. Wir wissen, wann die ausfallen wahrscheinlich. Wir machen das Service. Wir haben das total integrierte Package. Das heißt, ihr kauft nicht mehr extra einen Wartungsvertrag dazu, zu den Zügen, sondern garantieren euch 99% oder was Verfügbarkeit der Züge. Und das ist aber eben dann ein Gesamtpaket. Und dafür kümmern wir uns um alles. Und da begibt man sich eben natürlich dann schon auf der einen Seite in eine gewisse Abhängigkeit. Auf der anderen Seite kann man halt dann natürlich auch rasch sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, wenn ich einen anderen Anbieter habe, dann komme ich da vielleicht wieder eher raus, als wenn ich das Magenmaterial in meiner eigenen Garage habe. Bitte, Herr Dürnberger. Ja. Danke, danke. Ich habe jetzt ganz stark überlegt, was mich am meisten bewegt zum Thema IoT. Neben Nutzen und Mehrwert, weil Nutzen und Mehrwert ist ja das, was wir haben wollen, wo ich ein bisschen die schwarzen Seiten sehe, ist die Kurzlebigkeit. Das IoT ist wahrscheinlich die kurzlebigste Branche, die es gibt. Ich weiß selbst bei mir im Haus, ich habe einiges umgebaut und die Komponenten, die vorher gesehen habe, sind heute schon alt. Das heißt, wenn man das IoT wirklich vernünftig nutzen will, muss es langlebig sein. Das heißt, es müssten die Geräte in den Generationen hochpatchbar sein. Das Geräte vor 10 Jahren zum Thema Hausautomatisierung müssten heute auch noch funktionieren mit aktuellen Cloud-Plattformen und so weiter. Und das zweite Thema, wo ich auch ein bisschen aus mir rausgehe, ist das Thema Umweltressourcen. Das heißt, IoT braucht extrem seltene Erden,
damit was funktioniert. Und auch das Thema Energie. Das heißt, wir zahlen einen großen, großen Preis für das Thema IoT. Vielleicht nicht heute, irgendwann zahlen wir es. Das heißt, das ist das, wo ich die schwarze Seite sehe. Das heißt, Nutzen ist die weiße Seite, Energie, Umwelt, Ressourcen, Langlebigkeit ist für mich generell die schwarze Seite. Das heißt, da brauchen wir noch große, große Lösungen. Okay. Ich habe jetzt in der, im Chat einige Meldungen. Zum einen geht es um die Frage, wie das aussieht mit dem Thema Energieverbrauch. Und es gibt immer wieder auch Quellen, die sagen, jede technologische Erweiterung, Verbesserung wird nicht den immer steigenden Verbrauch anhalten können. Also wir bewegen uns da in ein Problem hinein. Das wurde, wenn ich es jetzt ganz kurz zusammenfasse, auch so angesprochen. Im Prinzip dann noch einmal die Ermahnung, dass wir uns weniger um die Technik, sondern mehr um die wirklichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf den Bürger, die Bürgerin konzentrieren sollten. In diesem Sinne würde es mich jetzt auch interessieren, noch einmal, Desiree, wie siehst du das? Ist es realistisch überhaupt für, sagen wir, einen Landwirten oder jemanden im ländlichen Raum, der von mir aus ein Betrieb, ein Unternehmen hat, da aufzuspringen auf diesen technologischen Zug? Macht es einen Sinn oder führt das zu einer weiteren Ungleichgewichtsentwicklung? Wie siehst du das? Ich glaube, die Wahl haben Landwirte und Landwirtinnen genauso wenig, wie es kleine Unternehmen haben oder genauso stark, wie es kleine Unternehmen haben. Wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr viele landwirtschaftliche Betriebe verloren, weil sie sich ihre Landwirtschaft nicht mehr leisten konnten. Also wir haben in Österreich einen sehr, sehr starken Anteil an Nebenerwerbsbauern und Bäuerinnen, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb führen, weil sie es von Oma, Opa übernommen haben oder von Mama und Papa übernommen haben. Das ist einmal der eine Faktor. Ein weiterer Faktor ist, nein, lass es mich anders beantworten. Ich möchte eigentlich zu der Grundfrage, die am Anfang gekommen ist, ist IoT leistbar für landwirtschaftliche Betriebe? Und das ist ein Ja, aber. Wir haben Subsistenzbetriebe, das heißt, das sind Betriebe, die eigentlich für die Eigenleistung wirtschaften und vielleicht noch ein, zwei Leute daneben versorgen können. Es gibt ein, zwei Betriebe in Österreich, die voll auf IoT abfahren, aber das ist, weil da jemand ist, der eine IoT oder eine Digitalisierungsaffinität hat, der aus dem technischen IT-Bereich kommt und einfach sagt, ich habe das Wissen und ich nehme mein Wissen und gebe es zusammen in eine Box und nutze das für meinen Betrieb. Das sind die einen. Es ist genauso, wie, die, wie es kleine Unternehmen gibt, die genauso agieren. Das zweite ist, und da kommt auch die Angst vieler Landwirte und Landwirtinnen her, es ist erwähnt worden, die Zulieferer, das sind bei den Landwirten und Landwirtinnen die Traktorenlieferanten und so weiter. Die Daten, die dort generiert werden, hat der Landwirt oder die Landwirtin nicht, um ihren Betrieb zu führen, sondern die gehören einem John Deere, der in den USA ist, die gehören den großen Landmaschinenherstellern. Und da kommt sehr, sehr viel Angst rein, wenn man auch sagt, ich kann es mir eigentlich auf der einen Seite nicht aussuchen, auf der anderen Seite will ich aber nicht so viel Digitalisierung haben. Und dann kommt der dritte Faktor dazu, die Leistbarkeit. Es gibt sehr tolle kleine Entwicklungen, die sich auch ein kleiner Betrieb leisten kann, aber es sind Investitionen, Landwirtschaftsbetriebe investieren fürs Leben und eigentlich schon für die Enkelgeneration. Das heißt, so wie Sie gesagt haben, ich brauche was, was langlebig ist. Dann ist es auch leistbar. Und dann kommt das dazu, was wir schon erwähnt haben, der Nutzen. Und dann kommt ein ganz, ganz starker Bereich dazu, und der heißt Vertrauen. Kann ich einer Firma, der ich meine Daten anvertraue, der ich eigentlich mein Feld anvertraue in dem Zusammenhang, so weit vertrauen? Und ich weiß, dass sehr viele von den großen IT-Firmen wie IBM und you name it,
genau dort reingehen und glauben, sie können jetzt einen Markt erobern und haben aber dieses Vertrauen nicht. Also ich glaube, das ist das, wo man noch viel stärker eben reingehen muss. Zu sagen, Nutzen ist gut, Effizienz ist gut, aber, wie wir es auch schon gesagt haben, wie es auch der Mario gesagt hat, was ist mit der Resilienz des Systems, mit der technischen und der sozialen Resilienz? Super, ja. Und was ist wirklich, was ist eine wirkliche Redundanz? Vielleicht müssen wir ein bisschen größer denken, vielleicht sind viele Sachen, wie im technischen, aber auch im sozialen Bereich als redundant ansehen, eigentlich, wie heißt das so schön, wenn wir schon bei einem landwirtschaftlichen Thema bleiben, das Gelbe vom Ei. Danke. Also es hat sich jetzt da irgendwo ein Bild herauskristallisiert, das ich jetzt vielleicht übertrieben darstellen möchte. Es gibt im Zusammenhang mit Digitalisierung, mit Internet der Dinge, ein Auseinanderklaffen zwischen einer sozusagen technologischen Ansicht, die sehr glanzvoll ist, sehr fortschrittsorientiert und möglicherweise, ist die Frage, ob es so ist, möglicherweise sehr stark geprägt ist von dem, was die Vereinigten Staaten oder was die Technologiekonzerne liefern, die vor allem an Möglichkeiten denken und Möglichkeiten in den Raum stellen. Und auf der anderen Seite gibt es anscheinend einen großen Teil an Betrieben, an Unternehmen, an vor allem kleinerer Wirtschaft, die mit dem wenig anfangen kann oder beziehungsweise wo die vorgestellten Nutzen, von den Unternehmen vorgestellten Nutzen nicht ankommen bei denen, die sie nur in der Vorstellung der Unternehmer noch wirklich haben. Kann man das so sagen? Ist das übertrieben? Also ich glaube, dieses Auseinanderklaffen in gewisser Weise gibt es schon, nämlich eben auf der einen Seite die Informationen nutzen können und auch die Hintergründe verstehen und die sie vielleicht nur anwenden und damit in eine Abhängigkeit kommen. Ja, also das sehen wir ja generell in der Digitalisierung. Wir haben viele, die vielleicht gar nicht mehr Informationen auf einen anderen Weg finden können als über Google. Das ist eine gewisse Fähigkeit, die zum Teil verloren geht und viele können das eben nicht mehr in so einer Weise. Und eben gerade Landwirtschaft ist ja auch so, früher hat jeder Bauer seine Samen selber vermehrt, hat das Wissen gehabt, hat gewusst, wie er damit umgeht. Dann kamen die Saatgutproduzenten, die konnte er nicht mehr vermehren, er war in der Abhängigkeit. Und dasselbe Muster sieht man jetzt auch im Digitalen, wie es zuvor angesprochen worden ist, wenn das Wissen über die Nutzung der Daten nicht mehr da ist, wenn nicht mehr das Verständnis der dahinterliegenden Prozesse da ist, sondern ich abhängig bin von einem Dritten, um diese Schlüsse zu ziehen, dann bin ich abhängig. Ja, und damit bin ich vielleicht auch erpressbar und bin nicht mehr so selbstständig in meinem Agieren, als wie wenn ich in anderen Falls wäre. Roland Giersig hat eine sehr interessante Meldung hineingestellt, die auch in anderen Bereichen gilt. Er hat gemeint, bei den Traktoren entsteht ein Gebrauchtfahrzeug, oder Gebrauchtgerätemarkt, wenn man so will. Ich habe das aus anderen Bereichen auch gehört, dass in verschiedenen Industriebereichen oder auch Consumer-Bereich, Autos zum Beispiel gilt das, Geräte der vordigitalen Ära stark gesucht werden, weil man einfach Angst hat vor einem Login. Jetzt ist die Frage, ist die Vermeidung der Technologie ein Weg? Ich habe ja irgendwo so, wie ich mich begonnen habe, mit dem Thema Technologie auseinanderzusetzen, schon vor langer, langer, langer Zeit, war für mich das Thema, Technologie ist ein Enabler. Etwas, das Möglichkeiten schafft. Lange Zeit war für mich das Thema Unix und dann Linux ein Thema. Es gibt das Enabling unabhängig von den Konzernen. Gilt dieses Thema noch? Haben wir eine Chance, sozusagen zumindest als Europa unabhängig von Amerika zu werden? Oder haben wir die Chance, als Menschen unabhängig von Konzernen zu sein? Oder ist dieser Point of No Return schon erreicht?
wo wir eigentlich mit Vollgas in eine digitale Gefangenschaft uns begeben. Vielleicht darf ich da mal starten. Ich glaube, dass die Rolle vom Einzelnen, insbesondere weil das nehme ich bei uns auch ganz stark wahr, von dem Wissen, dass der einzelne Besitz ganz stark unterschätzt wird. Wir machen das auch ganz stark mit unseren Zulieferern. Wir zeigen denen ganz gut, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kannst du besser machen und so weiter. Das ist extremes Wissen in der Anwendung dieser IoT-Technologien, das wir de facto gratis hergeben. So macht es ein Landwirt auch, der, wenn er einen John Deere fragt, naja, was magst du bei deinem Traktor besser haben, der wird dann wahrscheinlich relativ offenherzig dem gleich mal alle möglichen Dinge erzählen, weil er sich eine Verbesserung erhofft, aber kann dann im Gegenzug dazu führen, dass das ganze Wissen und dieses Know-how auch abfließt. Ich glaube, wir müssen da irgendwie eine Art von Reglementierung staatlicher Konstruktion oder Rechtskonstruktion finden, die es uns ermöglicht, das gut zu nutzen. Ich möchte eine Analogie einbringen aus dem Bereich Einführung des Finanzsystems. Im Endeffekt in meiner Brieftasche befinden sich eine Reihe von Papierzetteln, die per se einmal überhaupt keinen Wert besitzen und nur wegen der Zahl, die oben drauf gedruckt ist, irgendeinen imaginären Wert haben. Früher war das halt, es gibt eine Menge von Gold und dann auf einmal habe ich ein Papier, das halt für einen Teil, eine Teilmenge dieses Goldes steht, ja. Und jetzt ist das ein paar hundert Jahre her und jetzt mittlerweile gibt es diese Bindung nicht mal mehr. Insofern, wir haben in unsere Banken ausreichend Vertrauen, dass wir sagen, okay, die Banken, die haben zwar theoretisch unser Gold, aber die werden uns das schon nicht abdrehen. Und da gibt es genug Regulierung, die uns zusichert, dass sie es uns nicht abdrehen. Ja? Und so ähnlich sehe ich das mit dem Thema Digitalisierung und wer hat unsere Daten. Bei uns im Konzern gibt es ganz oft die Diskussion, die führe ich fast jeden Tag, naja, aber dann hat ja ein anderer meine Daten. Nur die Speicherung der Daten an sich ist aus meiner Sicht noch nicht notwendigerweise ein Abfluss von Know-how, sondern die sind halt dann woanders gespeichert. Okay, ich brauche halt irgendeine Garantie, irgendeine Art von Absicherung, dass ich weiterhin Zugriff drauf habe. Und ich glaube, sowas muss sich entwickeln, analog wie das mit dem Geldsystem passiert ist, weil das wird im digitalen Raum extrem wichtig werden. Und das betrifft bei Weitem nicht nur IoT. Mhm. Herr Koch, ja. Ja, aber ich muss jetzt ein bisschen hineingrätschen, weil das ist mir alles ein bisschen zu harmonisch. Wenn ich das höre von Ihnen, so sind wir abhängig von großen Konzernen und Unternehmen. Und ich war ja lange in einem großen Konzernunternehmen. Dann muss ich sagen, die Zusammenarbeit mit einem großen Konzernunternehmen ist per Definition nichts Schlechtes, weil jedes erfolgreiche Unternehmen lebt von seriösen, nachhaltigen Geschäften und wiederkehrenden Geschäften. Ja, also das ist für mich persönlich nichts Negatives. Und auch das Beispiel, das ich gehört habe von Siemens, gefällt mir total gut von Frankreich oder wo das war, weil in meiner Welt ist es ein Pay-Per-Use. Ja, die Frage ist, was ist meine Kernaufgabe oder was ist mein Business-Ziel? Und ich weiß das aus dem medizinischen Sektor, die würden am liebsten die MR- und CT-Geräte in die Skigebiete nur von November bis April benutzen, weil dann ist keine Saison, ja? Also vor Corona klarerweise. Und das ist immer die Frage, was ist meine Kernkompetenz? Ich möchte nicht auf die Landwirte, weil die könnte vielleicht emotional, muss ich als Landwirt alle diese Daten haben persönlich, ja? Oder wenn es mit einem John Deere oder welchen Namen, wirklich einmal ein Problem gibt, kann nicht jemand anders diese Lücke füllen, so oft. Ja. Also ich sehe es nicht negativ. Ja. Fairerweise ist die Frage, was ist mein Geschäftsmodell? Was ist meine Rolle in der Wertschöpfungskette? Und das muss man, glaube ich, besprechen oder muss man im Hinterkopf haben, ob meine Daten da oder dort sind. Sage ich, ist egal. Die Frage ist, brauche ich sie überhaupt? Ja? Oder will ich nur das Ergebnis haben? Ja? Ja, ich glaube, es geht da um die Transparenz, womit zahle ich. Also jetzt gerade, wenn man nämlich Richtung Endkunden schaut, dann hat es ja oft den Eindruck, Angebote sind gratis, Angebote sind völlig, kosten gar nichts und in Wirklichkeit bezahlt man ja mit den Daten. Und im Industriekontext ist das natürlich nicht so stark ausgeprägt, aber ist diese Falle natürlich schon auch da, gerade wenn man jetzt sagt, man hat Kunden, die vielleicht eben
finanziell stark eingeschränkt sind, wie es eben beispielsweise der Landwirt wäre, ja, dass der sagt, nein, kann man das gar nicht so wirklich leisten. Und dann kommt ein Angebot, das quasi aber seine Daten auch nutzt und diese zu Geld macht. Und ich glaube, das ist schon eine wesentliche Perspektive auch in dieser ganzen IoT-Diskussion, dass wir plötzlich eine andere Art von Wertschöpfung auch haben und dass man sich dessen zumindest bewusst sein muss, ja, dass das diese Daten einen Wert haben, wenn nicht für einen selber, aber vielleicht für einen Dritten, und dass es dafür dann auch eine Transparenz geben muss, was ist das jetzt? Desiree? Ich muss da leider einmal kurz einhaken. Es geht nicht einmal darum, dass die Landwirte und die Landwirtinnen da jetzt was gratis kriegen. Die zahlen doppelt. Die zahlen dafür, dass sie einen Traktor haben, der funktioniert und mit IoT funktioniert. Und sie zahlen mit ihren Daten noch einmal. Weil es ist ja nicht nur, ob das Daten irgendwo gespeichert sind. Die werden interpretiert. Wenn ich jetzt das Beispiel von einem Traktor nehme, die großen Unternehmen machen nämlich Folgendes. Ja, es ist gut, wenn das Gerät optimiert wird mit den Daten, die sie bekommen. Aber es gibt ein paar von den großen Landmaschinenherstellern, die diese Daten nehmen und in Futures spekulieren. Die spekulieren auf die Ernten der Zukunft. Und das ist nicht okay, weil die verdienen dann eigentlich an den landwirtschaftlichen Daten dreimal. Mhm. Und wie gesagt, wie interpretiere ich die Daten? Ob die Daten auch bei John Deere oder sonst wo, ist wahrscheinlich relativ wurscht. Aber was kann ich daraus interpretieren und was fehlt mir als Betriebsleiterin? Und das ist ja egal, ob das ein KMU ist, im landwirtschaftlichen Bereich oder im Handwerksbereich. Was fehlt mir, und ich weiß es vielleicht gar nicht, was ich toll nutzen könnte, weil ein anderer es nimmt und damit etwas macht. Mhm. Und um auf die Frage oder auf das, was der Roland gesagt hat, zurückzukommen, ein mechanischer Traktor heißt noch nicht, dass ich IoT komplett aus meinem Leben gestrichen habe. Weil ein Smartphone hat jeder, oder fast jeder. Ich kenne noch ein paar, die keins haben wollen, aber ich kenne sehr viele Landwirtinnen, die ihr Smartphone als Digital Device auf dem mechanischen Traktor verwenden. Mhm. Also die fahren dann über ihr Grundstück drüber mit einer Karte in ihrem Handy, wo da genau eingezeichnet ist, wie dieses Grundstück aufgebaut ist. Das heißt, ich finde das eine tolle Verbindung zwischen analogen und digitalen. Mhm. Weil wenn man das Analoge behält, heißt das noch nicht, dass man das Digitale draußen vor der Tür stehen lässt. Mhm. Okay. Was jetzt noch eine interessante Meldung war von Werner Ilsinger, im Zusammenhang die Betonung von Normen und Schnittstellen. So wie ich das interpretiere, ich nehme an, er meint das genauso, prinzipiell ist die Zusammenarbeit mit Konzernen nicht schlecht, wichtig ist nur, dass man dabei sich nicht in eine Abhängigkeit begibt. Und in dem Augenblick, wo es Normen und Schnittstellen gibt, kann man miteinander zusammenarbeiten. Um zu diesem Geldthema zurückzuführen, es gab Zeiten in gewissen, also was ich weiß, in den USA, Goldgräberzeiten, wo manche Unternehmen sowas wie Privatwährungen entwickelt haben, die dazu geführt haben, dass die Menschen aus ihrem System nicht mehr rausgekommen sind. Und eigentlich eine Fehlentwicklung innerhalb der Technologie sehe ich, dass so ein Vergleich zu Privatwährungen entsteht. Weil wenn nämlich alle Mittel, die in einem Wirtschaftssystem verwendet werden, in irgendeiner Weise jemandem gehören, wird es schwierig. Ja, das wollte ich nur dazu sagen, als hoffentlich nicht so weitgehende Interpretation von dem, was der Werner gemeint hat. Ist noch Meldungen da? Ich würde mich vielleicht in der Zwischenzeit kurz gerne dem Herrn Koch anschließen. Also ich sehe das auch so, dass große Konzerne per se nichts Schlechtes sind. Ich kann Ihnen das versichern, wir als Wiener Stadtwerke, und ich bin mir sicher, Philips und auch John Deere haben durchaus das Wohl des Nutzers im Blick. Ja? Also das ist ja, die Dinge tun, um ihnen absichtlich das Leben schwer zu machen oder so. Sondern da gibt es halt ein Geschäftsinteresse und ein Geschäftsziel. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dort, wo es Ungleichheiten in der Machtposition, sprich ein großer Anbieter und sehr viele kleinere oder individuelle Abnehmer gibt, da muss man sich halt gesellschaftlich überlegen,
Welche Rahmenbedingungen möchte man diesen großen Playern auferlegen? Weil, wie gesagt, wir als große Organisation haben schon als Hauptinteresse, dass unsere Fahrgäste, unsere Energiekonsumenten ein gutes Erlebnis haben. Ja, das ist natürlich, wir sind da am deutlich längeren Ast, aber wie soll ich sagen, da müssen sich sozusagen unsere Kunden irgendwo zusammenschließen und da sehe ich die Politik gefordert, die Gesellschaft gefordert, hier Regeln aufzustellen, um das, was man sich dann wünscht, auch entsprechend umzusetzen. Es klingt aus dem Ganzen für mich immer wieder heraus, die Notwendigkeit zu einer Ordnung und Regelung, also Regelmechanismen, jetzt nicht so ganz streng, sondern im Sinn von Regelmechanismen. Eine Frage, wie ist das eigentlich? Ist so ein großes Unternehmen wie die Wiener Stadtwerke zum Beispiel oder überhaupt österreichische größere Unternehmen, Kettenkonzerne, können die in diesen Regelmechanismus eingreifen oder sind die wiederum nur kleine Fische in einem großen Teich? Bitte, Herbert. Aus persönlicher Erfahrung ist so, wenn man mit den ganz großen Konzernen verhandelt, auf der rechtlichen Ebene, gibt es nur den Vertrag, entweder akzeptieren oder nicht. Das heißt, gerade aus österreichischen Unternehmen hat man sehr wenig Gestaltungsraum, die Verträge zu verändern. Das heißt, wir sind wirklich zu klein, darüber zu reden. Gilt das für alle Unternehmen? Gilt das für? Nein, es gibt gerade bei Cloud-Plattformen ist das sehr üblich. Das heißt, nimm es oder nimm es nicht. Es gibt Wird immer wieder ja, dieses Thema europäische Cloud-Plattformen. Warum gibt es das nicht? Das wollte ich gerade einwerfen. Also das steht ja aktuell ziemlich hoch auf der Agenda der Kommission. Unter dem Thema Sovereignty, ja, also Unabhängigkeit, was eben speziell jetzt auch Cloud-Plattformen beinhaltet. Da gibt es gerade sehr viele Aktivitäten in die Richtung. Es gibt aus Deutschland eine ganz starke Initiative, die läuft unter dem Titel Gaia X, wo man eben versucht, sozusagen einen Rahmen für eine Industrie-Cloud aufzusetzen, die eben dann interoperabel ist, die transparent ist, wo man unterschiedliche Geschäftsmodelle abbilden kann, aber eben im Sinne des Angebots. Ja, also ich wollte noch auch ergänzen mit den Normen, Standards. Das, glaube ich, ist eine Voraussetzung, aber das löst noch nicht das Problem. Sozusagen, ich brauche einmal die offenen Standards, damit ich eben auch eine Wahlmöglichkeit überhaupt nutzen kann. Ich brauche aber dann auch Mechanismen, wie ich meine Daten zum Beispiel transferiere von einem Anbieter zum anderen, wie ich verschiedene Wertschöpfungsmodelle dort abbilde. Ja, weil für den einen ist es ja okay, wenn seine Daten von einem Dritten verwendet werden, wenn das transparent ist, dass er auch einen Nutzen davon hat. Ein anderer wiederum sagt, na, das ist meine IPA, die will ich nutzen, die möchte ich nicht transparent machen. Ich möchte aber vielleicht trotzdem seine Cloud-Infrastruktur nutzen. Und ich glaube, da eben muss man einen gesetzlichen Rahmen wahrscheinlich schon schaffen, eben im Sinne einer Fairness, einer Transparenz, dass die gegeben ist und dass eben nicht durch die Hintertür plötzlich da irgendwelche Profite lukriert werden, die völlig nebulos sind und die eigentlich zulasten des eigentlichen Anwenders, der Anwenderin gehen. Eine Frage dabei. Gesetzliche Regelung ist das eine. Können auch Marktkräfte oder ja einfach Marktkräfte im Sinn von Angeboten, im Sinn von Präsenz entsprechender Produkte da etwas machen oder sind die Consumer ohne dies verloren? Ich glaube, es braucht ein bisschen beides, ja, weil sonst natürlich diese Gratis-Angebote jetzt unter Anführungszeichen da schon einen starken Druck ausüben, der unter Umständen wettbewerbsverzerrend ist. Und man hat es ja mit der GDPR gesehen im Bereich Privacy, dass das schon einen neuen Markt auch eröffnet hat, dass das eben auch das Bewusstsein für die dahinterstehenden Werte geschaffen hat. Und dass damit auf dem Weltmarkt gesehen wiederum auch ein Vorteil für europäische Produkte entstanden ist, weil eben jetzt zum Beispiel auch in anderen Regionen jedenfalls wahrgenommen wird, na, wenn ich ein Produkt aus Europa nehme, dann
respektiert es diese Werte und wenn ich diese teile und die für mich einen Wert haben, dann bin ich vielleicht auch bereit, dafür mehr zu zahlen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu vermitteln, wofür steht man mit einem gewissen Angebot, auch in diesem IoT-Kontext. Ist es für Fairness, Transparenz? Ist es für ein, eher für quasi Low-Cost und Low-Entrance, aber dafür vielleicht nicht ganz so transparent? Und ich glaube, da muss man dran arbeiten, ein Bewusstsein in der Gesellschaft auch zu erzeugen und dann aber eben auch eine Wahlmöglichkeit bieten zu können. Ja. Okay, also im Grunde genommen führt das uns aber jetzt zu dem Dilemma, dass wir eigentlich du hast eine Reihe von Ideen gebracht, aber ich sehe von dem, was du da gebracht hast, jetzt noch nicht wirklich einen echten Fahrplan. Zum Teil gibt es da Ansätze, aber ich frage mich, inwieweit sind europäische Konzerne dazu bereit, da einzusteigen in so eine Entwicklung? Inwieweit sind Konsumenten bereit? Inwieweit ist die Politik sozusagen zahnlos oder doch mächtig genug? Wie kann sowas funktionieren? Also nur ganz kurz, möchte ich die anderen noch zu Wort kommen lassen, aber es war schon bezeichnend, es gab ja diesen Ansatz, also dieses Projekt, das große österreichische Projekt zu einem Data Market Austria, ja, der hatte ja genauso ein Ziel, das auf die Beine zu stellen, eine Handelsplattform für Daten, eben entsprechend auch verschiedener Geschäftsmodelle abzubilden, transparent zu sein. Das Problem am Ende des Projekts war, dass sich eigentlich kein großer Betreiber gefunden hat, der gesagt hat, das ist für mich lukrativ, das anzubieten, das zu hosten, das zu maintainen und das als Service für andere Unternehmen bereitzustellen. Ja, und ich glaube, da braucht es halt dann unter Umständen Rahmenbedingungen, unter denen das dann lukrativ ist. Vielleicht braucht es auch eine staatliche Infrastruktur, die sowas bereitstellt, ist auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wir bewegen uns da schrittweise voran. Ja? Und eben das Gaia X ist jetzt mal eine Möglichkeit, die man eben dann auch wieder in Ausschreibungen berücksichtigen kann, wenn man das sagt. Aber da ist auch ein großes Industrieinteresse dahinter, eben genau diese Unabhängigkeit zu schaffen. Und vielleicht sozusagen aus dieser Kombination der verschiedenen Interessenslagen schafft man das dann doch einmal, da einen europäischen Weg auch zu etablieren. Mhm. Wie weit sind wir da in dem Bereich? Also, weil in Österreich ist das noch nicht so wirklich angekommen, oder? Meinst du jetzt von der Diskussion oder von der Lösung? Na, von der Ausrichtung, sagen wir. Also, das heißt, die Ausrichtung darauf, zum Beispiel europäische gemeinsame Entwicklungen zu akzeptieren, dass es sowas wie eine europäische politische Entscheidung für technologische Entwicklungen gibt, oder? Also vielleicht darf ich mal ganz kurz einhaken. Ich würde da gerne trennen den Consumer- und den Business-Bereich, weil in der Tat sehe ich schon so, dass wir als öffentlich, also an der Stelle finde ich das Bundesvergabegesetz sehr angenehm, weil das schützt uns ein bisschen sogar als öffentliche Organisation davor, dass wir dazu zu bevorzugen und zu leicht auf solche Standardthemen eingehen. Jetzt kenne ich die ganzen Standard-Agreements aus dem Consumer-Bereich. Im Business-Bereich ist das ein bisschen anders. Da fordern wir dann beinhart in der Ausschreibung diesen Standard und wenn der Hersteller den nicht erfüllt, dann ist er draußen. Da kann ich mir noch so sehr wünschen, dass der dabei wäre. Er ist dann einfach nicht dabei. Mhm. Das führt, wir haben da letztes Jahr eine sehr große Ausschreibung für eine IoT-Plattform durchgeführt, zwar dann dazu, dass ein sehr großer Anbieter da rausgefallen ist, weil er das nicht erfüllt hat, was wir gerne gehabt hätten. Im Nachhinein hat er sich aber überlegt und jetzt gibt es so ein Angebot, wie wir es gern gehabt hätten. Für uns bringt das jetzt nichts mehr, aber für alle anderen am Markt im B2B-Bereich bringt das schon sehr viel. Und da, glaube ich, muss die öffentliche Hand ein bisschen also mit so Ausschreibungsthemen vorangehen. Und im Consumer-Thema müssen wir, glaube ich, stärker über Regelungen kommen. Da sehe ich andere Möglichkeiten eher sehr, sehr schwierig. Und auch, ich weiß noch nicht so, ob das ist, wir brauchen jetzt die europäische Consumer Cloud in Konkurrenz zu den USA das richtige Thema ist, weil da machen wir uns auch klein. Ich nenne jetzt ein Unternehmen in Europa, das wahrscheinlich eines der größten Softwareunternehmen der Welt ist, die SAP, ja. Das ist
im B2B-Bereich sind wir softwaretechnisch nicht so schlecht, wie wir uns gern hinstellen. Als Konsument fällt uns das halt überhaupt nicht auf. Also ich als Firmenkunde kann Ihnen sagen, ich habe sehr, sehr viele europäische Softwareanbieter, die für uns Software zuliefern. Das fällt Ihnen halt als Kunde überhaupt nirgends auf. Ihnen fällt dann nur auf Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Und das ist halt der Consumer-Bereich. Dafür brauchen wir eben diese Regelungen. Ich weiß aber noch nicht, ob das zielführend ist, wenn wir als Europa sagen, wir stellen uns jetzt daneben hin und bauen das Gleiche nochmal nach. Oder wir suchen uns die Bereiche, in denen wir stark sind und in denen wir als Europa unsere Stärken ausspielen können. Ob das nicht die bessere Idee ist. Also sehe ich eh so, und ich glaube, diese Initiativen zielen ja primär auch auf den B2B-Market ab. Aber ich finde es dann trotzdem wiederum erschreckend, ich habe das jetzt aus dem privaten Umfeld mitgekriegt und dann ein bisschen recherchiert. Es gab ja eben im Vorfeld zum Glück der Corona-Krise die Bestrebungen, die Schulen zu digitalisieren schon. Das ist ja schon ein längeres Projekt. Man hat dann eigentlich auch versucht, eine einheitliche Lösung für die österreichischen Schulen zu finden. Idealerweise österreichischer Anbieter, zweitrangig europäischer Anbieter, beides hat nicht funktioniert, weil eigentlich keiner die Kapazität bereitstellen konnte, die notwendig gewesen wäre, alle Schulen damit abzudecken. Was dazu führt, jetzt haben wir einen Fleckerlteppich, die einen haben große amerikanische Hoster für die Lösungen, die anderen haben vielleicht irgendwelche kleinen Firmen, aber wir haben eben nicht wirklich ein durchgängiges System. Und das ist eigentlich schon sehr schade, ja, wenn man da eine große Chance, glaube ich, vergeben hat, dass da die europäische Industrie nicht aufspringen konnte. Bitte. Ich habe jetzt sehr gespannt zugehört und habe mir überlegt, was machen die Unternehmen, und habe es dann übersetzt auf die österreichische Gesellschaft zum Beispiel. Die Unternehmen haben zu diesen Themen Strategien. Wie stellt man sich strategisch auf? Das heißt, genauso braucht Gesellschaft dazu eine Strategie. Mhm. Und wir werden Strategien brauchen für den Konsumermarkt, für den Prosumermarkt und für den B2B-Markt. Das heißt, die Strategien müssen ineinander greifen, müssen einfach da sein. Wenn man keine Strategie nicht haben, werden wir gesteuert. Und ich glaube, wir führen uns generell die Strategien langfristig für Österreich und für Europa und für die ganze Welt. So mein Einblick aus Seitenzuschauer. Desiree. Ja. Du hast erwähnt die Regelungen, du hast erwähnt den Markt, aber was ist mit der Zivilcourage? wie gesagt, wir reden davon, wir müssen Standards aufstellen, wir haben eine Gesellschaft, um die es hier eigentlich geht. Wir haben Menschen, wir haben eine Umwelt, wir haben auch Tiere, also wir reden zwar von einer menschenzentrierten IKT oder Nutzung an, also ich bin da mehr für einen noch offeneren Bereich, ich bin für eine umweltpassende IT und IoT-Lösungen, aber was ist mit der Zivilgesellschaft? Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn wir darüber reden, was digitale Skills sind, und ich sage, eine der wichtigsten digitalen Skills, die wir haben, ist, analog miteinander zu reden und zu überlegen, was wir wollen. Das muss nicht unbedingt immer ein Standard sein, aber es kann ein Agreement sein, wie wir das überhaupt alles haben wollen. Und das kommt mir in den meisten Überlegungen viel, viel zu kurz. Okay. Ich glaube, es braucht auch jetzt Organisationen an diesen Schnittstellen. Weil die Zivilgesellschaft und die persönliche Courage muss auch transportiert werden. Frage an den Werner Ilsinger und die Digital Society. Ist nicht gerade die Digital Society so ein möglicher Faktor? Also wir bemühen uns natürlich, das zu sein. Und die Veranstaltung, die wir ja gerade machen, ist sozusagen das Wissen zusammenzutragen und zu dokumentieren. Und beim nächsten Mal dann sozusagen auch diese Dinge Richtung Politik zu bringen, beziehungsweise auch der Politik die Möglichkeit zu geben, Stellung dazu zu nehmen. Und deswegen haben wir ja auch diese Digitalk-Serie so gestaltet, dass wir zuerst sagen, was kann das Ding als Technologie? Dann heute die Diskussion, ja, was braucht man, dass sie das gescheit entwickeln kann und welche Rahmenbedingungen müssten wir denn da fördern? Und im dritten Bereich dann das Ganze an die Politik zu transportieren und zu sagen, ja, aber da braucht man
folgende Dinge, wenn wir uns was wünschen dürfen, das macht es möglich, dass wir das weiterbringen, besser machen und tun. Wir haben auch dabei schon angefangen und ich würde das auch gerne anregen, ob wir das vielleicht weitertragen können, etwas zu erstellen, wir nennen es jetzt einmal Positionspapier, White Paper, wo man diese Dinge auch dann zusammentragen kann und jemanden in die Hand drücken, wo man dann sagt, okay, das hätten wir uns überlegt und das wäre sozusagen der Output daraus, weil das macht es natürlich dann auch leichter, dass man diese Dinge weiter transportiert und weiter ventiliert. Mhm. Und wenn ich aus dem Off noch ergänzen darf, Alfons Brausgespräch, die Zivilgesellschaft, die angesprochen war, das ist ja auch etwas, was wir im Verein immer wieder versuchen und hiermit auch alle Anwesenden einladen, das zu verbreiten. Nur gemeinsam werden wir schaffen, Dinge in die Richtung, die wir als Menschen für eine umweltgerechte und auch eine humane IKT aufzustellen, auch schaffen. Jeder Einzelne für uns ist zu klein, aber wenn wir uns zusammenschließen, wir sind das Volk und das müssen wir vielleicht manchen dann einmal, wie zum Beispiel beim nächsten Event, ins Stammbuch schreiben. Da werden natürlich schon den Link für die Anmeldung fürs nächste Mal gepostet. Alle, die hier mitdiskutieren, herzlich eingeladen, teilzunehmen. Da treffen wir auf die Politiker, denen müssen wir sagen, weil die haben die Chance, das in Gesetzesform zu bringen. Und vielleicht mal ergänzend dazu, ich habe am Anfang gesagt, wir sehen das als Konsument oder Bürger auf der einen Seite, also Mensch, und Unternehmen auf der anderen Seite. Und ich habe da vorhin auch gehört, sozusagen, ja, wir sind da halt klar als Unternehmen. Ja, natürlich, das ist das Problem, solange man man sagt immer auf Englisch so schön Level Playing Field. Also wenn wir kein ebenes Spielfeld haben und manche sozusagen bergab spielen dürfen, dann treffen die natürlich viel leichter ins Tor. Und in manchen Bereichen ist es halt so, dass die großen Konzerne manchmal halt bergab spielen, weil halt diese globalen Rahmenbedingungen ihnen sozusagen zuträglich sind. Und das kann ich in Wirklichkeit auch nur über eine Art von Regulierung graubzieren, weil da brauche ich dieses Gegengewicht des wahrscheinlich der Europäischen Union, weil es Österreich sind wir wirklich klar. Aber wenn wir es in Europa schaffen, zu sagen, das sind die Rahmenbedingungen und so hätten wir es gern, und wenn es spielen wollt in Europa, dann könnt ihr nur so spielen, dann kann das auch funktionieren, glaube ich. Und da sind die, wie soll ich sagen, die kleineren Unternehmen im selben Boot wie die Bürger, weil in Wirklichkeit trägt uns das ja als Gesellschaft den Nutzen, wenn wir das schaffen. Und genau. Ein schönes Beispiel, weil es heute gebracht wurde, GDPR oder die Datenschutzgrundverordnung, ein klassisches Beispiel, sogar der Bundesstaat Kalifornien in der USA sagt, hey, das ist eine schlaue Idee, das könnte man machen. Also so klar sind wir nicht als Europa und 400 Millionen Markt ist ein interessantes Thema, da können wir, glaube ich, gestalten, aber dazu braucht es, und nochmal zurück zu dem Thema Zivilgesellschaft, dazu braucht es uns alle. Und wenn man sich anschaut, die GDPR war ja ursprünglich eine Idee von ganz wenigen und sehr, sehr viel persönliche Zivilcourage und unglaublich viel persönlicher Einsatz und ist mit unglaublich viel Gegenwind gewesen. Und ich finde das eine geniale Entwicklung. Hat noch immer viel Gegenwind, funktioniert aber trotzdem. Außerdem, wir könnten uns auch einmal überlegen, was wir wirklich haben. Ja. Wir haben darüber geredet, was große Unternehmen, wenn wir nehmen, Linux ist eine europäische Entwicklung. Und es gibt zwei große Unternehmen, die im Augenblick sich ganz groß, oder vielleicht sogar mehr als das, aber zwei große IT-Unternehmen, die sich groß auf die Fahnen heften, wie cool es doch ist, dass sie Linux verwenden. Das sind keine europäischen Firmen. Ja. Vielleicht sollte man überall, ich mag Regionalismen oder Nationalismen eigentlich nicht, aber vielleicht könnte man auf manche Sachen die europäische Fahne unten drauf kleben, damit man sich vielleicht bewusst macht, vielleicht für den eigenen Hausgebrauch, was alles europäisch ist. Und wir uns nicht fürchten müssen. Es gibt viele tolle kleine Unternehmen, die in Österreich nicht bekannt sind, in verschiedensten Branchen, weil sie zu 99% ins Ausland exportieren. Viele, die auch in der Raumfahrt tätig sind und uns daran erinnern, da gibt es genug. Man muss noch mal vielleicht auch begreifen, dass man es hat, aber das ist ein altes, vielleicht europäisch, weiß ich nicht, aber ein österreichisches Problem, dass der Prophet im eigenen Land wenig gilt. Vielleicht sollten wir mal schauen, wo unsere kleinen und großen Propheten und Prophetinnen sind. Und es ist wirklich europäisch. Wenn man sich ansieht, alleine was im Bereich Robotik in Europa geschieht,
Jeder kennt die Boston Dynamics. Ja? Die lassen dein Hunderl herumlaufen und alle schauen sich das im Internet an und sind begeistert. Und in der europäischen Robotik gibt es funktionierende, fantastische Dinge, die auch im praktischen Einsatz sind. Aber das findet man, ja, man findet es im Internet, wenn man bei YouTube sucht. Aber es ist gut versteckt. Und das ist für mich so symbolhaft. Wie diese falsche Bescheidenheit, oder nein, es ist ja nicht falsch, Bescheidenheit ist ja schon auch gut. Ja? Weil es ist immer schlecht, wenn man sich größer macht. Ja. Also eben, Robotik ist ein gutes Beispiel und die Wahrnehmung, dass Europa in der AI-Forschung zum Beispiel hinten nach ist, ist ja auch eine völlig verzerrte, weil in Europa war eben die AI-Forschung sehr stark eben auf die Cyber-Physical Systems ausgerichtet, auf Robotiksysteme. Ja. Da sind wir nach wie vor führend, was das betrifft. Da gibt es ganz wahnsinnig tolle Entwicklungen, wo andere bereiten noch nicht dort sind. Wir haben halt nicht diesen Big-Data-Ansatz so stark fokussiert auf den Consumer-Daten, aber in anderen Bereichen, also gerade im Industriebereich, ist Europa wirklich stark aufgestellt. Ich glaube, man muss das eben bündeln, man muss versuchen, diese Werte, die sozusagen das Europäische ausmachen, auch zu kommunizieren, transparent zu machen. Ja. Ich glaube, das ist was, woran wir auch arbeiten müssen, klar zu machen, wofür stehen wir. Und das ist ja nicht nur die Gesellschaft und die Politik, die das sozusagen sich wünschen, sondern das steckt ja in den Unternehmen drinnen. Ja, die agieren ja auch nicht nur marktgetrieben, sondern die haben ja auch Werte, die sie verfolgen. Ja, und das, gerade wenn man auch mit Großen diskutiert, kommt man sehr schnell auf den Punkt, dass diese Werte ja transparent werden. Ja. Wir haben eben da so eine Interviewserie gemacht, wo wir auch mit der Stadt Wien zum Beispiel geredet haben und die haben ja auch so einen Wertekatalog im weitesten Sinne, der dann wirklich bis ins tägliche Handeln runterkommt. Ja. Und ich glaube, das ist für Unternehmen durchaus auch eine spannende Geschichte, sich zu überlegen, eben wie kommuniziere ich das meinen Mitarbeiterinnen, ja, eben auch um diese Identifikation zu schaffen und das hat dann auch wieder gesellschaftliche Auswirkungen, weil wir uns dann stärker in unserer Position als europäische Bürgerinnen platzieren können und wissen, okay, was verlangen wir dafür, also in dieser Rolle auch von unserem Umfeld, von der Wirtschaft, aber auch von der Politik. Ja. Großartig, ja. Genau. Super. Also für mich ist das ideale Schlusswort. Ja, fantastisch. Ja, ja, es gab alle möglichen Meldungen von Zuhörern. Ich glaube aber trotzdem, ja, Werner, du bist jetzt eingeblendet. Ich übergebe dir. Vielen Dank den Teilnehmern. Es hat mich persönlich sehr gefreut und echt beeindruckt. Ich bin froh, daran teilgenommen zu haben. Ja, also von meiner Seite herzlichen Dank an alle Diskutantinnen, die heftig mitdiskutiert haben und für die Zeit, die sie investiert haben, dabei zu sein. Danke für die Zeit. Ich hoffe, dass wir sozusagen aus diesem Schlusswort, das wir gerade hatten, das auch in die Zukunft tragen können und was daraus machen können. Ja. Also ich glaube, es war gut, dass wir diese Informationen jetzt in dieser Diskussion zusammengetragen, auf den Tisch gelegt haben. Ich glaube, da ist sehr viel rausgekommen und wir haben sehr viel gesehen, was es da zu tun gibt. Ich vermute, wenn wir in unserem Bekanntenkreise noch den einen oder die andere Expertin dazu holen und ein paar andere Themenbereiche diskutieren, dass uns da noch viel mehr einfallen würde, als wir es hier in dieser Diskussionsrunde hatten. Und da hätten wir uns auch als Ziel gesetzt, dass wir diese Dinge eben vernetzen und weitertreiben und schauen, ob wir da wirklich was miteinander bewegen können. Ein kleiner Aufruf auch in der Corona-Krise. Wir wissen, es geht den Unternehmen gerade momentan hundeelend, weil viele der Unternehmen natürlich ihren Absatzmarkt verloren haben, die Leute kein Geld haben, weil sie alle arbeitslos sind, nicht mehr einkaufen können und all diese Dinge. Ist natürlich alles ganz, ganz furchtbar und schrecklich. Uns als Verein geht es natürlich auch nicht besonders gut momentan.
Wir verwenden zwar jetzt Teams und sind virtuell unterwegs, aber unsere Vereinsräumlichkeiten am Graben stehen jetzt mittlerweile seit 3 Monaten leer. Uns fehlt jegliche Einnahme dafür, weil wir natürlich die Räummieten, Nutzungsgebühren, die wir hatten, nicht mehr haben. Und wir haben damit auch momentan finanzielle Probleme. Also wenn jemanden weiß, den es nicht ganz so schlecht geht gerade, dann würden wir uns über Mitgliedsbeiträge freuen. Natürlich auch über Mitgliedsbeiträge von Unternehmen, die sagen, da wollen wir mittun und das ist spannend und sinnvoll. Und uns geht es vielleicht momentan gerade gut, weil wir in einer Branche unterwegs sind, die gerade besser unterwegs ist. Also ich habe gehört, die IT soll momentan gar nicht so schlecht boomen, weil wir gerade Remote-Arbeitsplätze einrichten und Videokonferenzlösungen aufbauen, also solche Dinge. Aber wie gesagt, wenn jemand uns da unterstützen kann, bitte denkt an uns und werdet Mitglied und es hilft uns wirklich, wirklich weiter. Auch die Mitgliedschaft hilft natürlich, uns Gewicht zu verleihen, weil je mehr vor allem auch namhafte Persönlichkeiten bei uns dabei sind oder Firmen, die dabei sind, desto mehr haben wir natürlich auch Gewicht, wenn man dann sagen kann, ja, da gibt es ja die Person, die als Experte sehr bekannt ist oder dieses Unternehmen, das in Österreich sehr bekannt ist. Das hilft natürlich auch uns wiederum Gewicht zu verschaffen, dass man sagt, da ist was dahinter und das sind nicht nur 5 Leute, die sich da zusammentan haben, sondern das ist auch was. Ja? Also das ist sowohl das Geld als auch das Mitmachen und das Dabeisein hilft bei uns im Verein. So, jetzt versuche ich wieder zurückzukommen auf die Präsentation, die ich vorbereitet hatte. Dann versuche ich die noch einmal kurz einzuspielen. Ich schaue jetzt nochmal geschwind, ob ich das jetzt auf die Gachen wieder finde. Das ist ja alles nicht so einfach, aber ich werde es gleich haben. So, gut, ein Sekündchen und ich bin gleich wieder da. So, diese Schlüssel, die Büro. Ja, ganz kurz noch, hier with me. Auswirkungen und ich hab's gleich. Die Präsentation ist gleich wieder da. Jö, wir haben auch ganz junge Zuseher. Toll. So. Gut. Next Steps, ich habe es gerade gesagt. Mitglied der Digital Society zu werden, wäre natürlich ganz super. Da gibt es einen Link, der mal verrutscht ist jetzt in der Präsentation. Also digitalsociety/mitmachen wäre der Link für die Anmeldung zur Digital Society. Der nächste Digitalk, ich habe es vorhin schon im Chat gepostet, da kann man direkt draufklicken und sich gleich für die nächste Veranstaltung anmelden. Wenn man Mitglied der Digital Society ist, gibt es eine kostenlose Möglichkeit mitzumachen, weil die Digitalks für Mitglieder kostenlos sind. Wenn man Freunde oder Bekannte einladen möchte, gibt es einen Gutscheincode, der ist hier auch abgedruckt. Den bitte als Gutscheincode eingeben bei der Anmeldung und die Kosten werden dann auf Null gesetzt. Und wir suchen natürlich immer ehrenamtliche Mitarbeiter, die uns unterstützen. Auch dafür gibt es einen Link /Mitarbeit, wo man findet, wie man sozusagen bei uns mittun kann. Auch ein Aufruf, weil wir es natürlich auch immer besser machen wollen. Das heißt, wir schicken den Link danach noch aus, cktiny mit Fragezeichen live /-ds. Einfach im Browser eingeben oder den QR-Code jetzt vom Bildschirm abfotografieren, dann kommt man zu einer Befragung. Es wird dort auch eine Bewertung eines Vortragenden gefragt. Das ist in dem Fall natürlich nicht zutreffend, aber bitte sozusagen generisch die Diskutantinnen dabei als Kollektiv zu beurteilen und bitte auch in die freigebliebenen Bereiche einfach Feedback hineingeben oder auch Wünsche, womit wir uns in Zukunft beschäftigen sollen. Das schaut so aus dann, wenn man hineinkommt. Wichtig ist der graue
Button da unten zum Weiterklicken. Das heißt, so kommt man dann in der Befragung von einer Frage auf die nächste. Und damit bin ich an meinem Ende angelangt.